Okay, also herzlich willkommen zurück zu unserer Podiumsdiskussion. Es findet jetzt gerade ein Sprachwechsel statt. Die Podiumsdiskussion wird in Deutsch stattfinden, aber natürlich sind die Fragen auch auf Englisch sehr willkommen. Wir öffnen die Diskussion gegen Ende, aber mit genügend Zeit für viele Fragen, Einwände, Erläuterungen, Bemerkungen, Beiträge. Wir haben jetzt in den letzten Tagen ganz verschiedene Perspektiven gehört mit verschiedenen Schwerpunkten, sowohl von dem frühen Marx mit seiner manifesten Nähe zur Philosophie als auch dem späten Marx, eher mit dem Stoffwechsel zwischen Natur und Mensch. Und wir wollen jetzt für die Diskussion einen neuen Anlauf nochmal nehmen und für zumindest diese Konferenz den letzten Anlauf zu fragen, welche theoretischen und praktischen Ressourcen Marx uns liefert für eine Kritik und Transformation von gegenwärtigem Kapitalismus. Wir orientieren uns an dem Titel, der auch in dem Programm steht, also Marx im Anthropozän, Krise, Aufstand, Transformation. Das heißt, wir werden uns in der Diskussion sowohl mit Fragen der kritischen Diagnose als auch mit Fragen der Aktions- und Organisationsform beschäftigen. Und wir gehen wie folgt vor. Wir werden drei Eingangsstatements haben von den SprecherInnen, die ich gleich vorstelle. Dann wird es eine Diskussion zwischen den SprecherInnen geben und dann öffnen wir die Diskussion auch für alle. Ich beginne, unsere Speaker für heute vorzustellen. Ich gehe in alphabetischer Reihenfolge vor und so werden dann auch die Statements nacheinander erfolgen. Also jetzt zu meiner Rechten sitzt Christian Schmidt. Christian Schmidt ist Privatdozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Center for Social Critique, die diese Veranstaltung mit uns gemeinsam organisiert haben, an der Humboldt-Universität in Berlin hier. Er arbeitet vor allen Dingen zu Fragen der Sozial-, Rechts- und Geschichtsphilosophie und konzentriert sich dabei historisch insbesondere auf Hegel, Marx, die kritische Theorie, aber auch Heidegger, Foucault und so weiter. Ich nenne jetzt in dem Zusammenhang nur drei Publikationen. Das ist zum einen Individualität und Eigentum von 2006, dann die Karl-Marx-Einführung im Junius-Verlag von 2018 und schließlich ein Essay mit dem Titel Geist gegen Geist, Naturbeherrschung und Eigentumsregime von 2022. Dann neben mir auf dieser Seite sitzt Francesca Raimondi. Sie ist Professorin für Theoretische Philosophie an der Freien Universität in Berlin mit Schwerpunkt Ästhetik. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind neben der Ästhetik auch die kritische Theorie, Feminismus, Fragen der Ideologie, Subjektivierung und Verkörperung. Ich hebe auch hier nur einige Publikationen für diesen Kontext hervor. Das ist zum einen ein Text mit dem Titel Ein Gespenst, geht um Fortschreibung der Ideologiekritik, Adorno, Derrida, Žižek von 2022. Dann ein Paper mit dem Titel Freedom of Breath, also ein Paper, das sich mit den erstickenden Effekten im Kapitalismus beschäftigt und ein Plädoyer für einen anderen verkörperten und materialistischen Freiheitsbegriff unternimmt. Und sie arbeitet an einem Buchprojekt, das den vielversprechenden Titel hat, die Materie der Subjekte, Kapitalismus als Körperökonomie. Also die Materie der Subjekte, Kapitalismus als Körperökonomie. Und dann schließlich der dritte Sprecher ist Patrick Eidenoffe. Er ist Heisenberg Fellow der DFG an dem Zentrum für Literatur und Kulturwissenschaft in Berlin und beschäftigt sich gerade oder schreibt gerade eine intellektuelle Biografie über Georg Lukács. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Sozialgeschichte der Literatur vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart und insbesondere das Verhältnis von Literatur und Philosophie. An Publikationen hebe ich hervor zum einen die Poesie der Klasse, romantischer Antikapitalismus und die Erfindung des Proletariats von 2017. Hier erscheint auch bald eine englische Übersetzung in der Historical Materialism Book Series bei Brill. Dann die Monographie Hegels Logik lesen, ein Selbstversuch von 2021 und schließlich ein Text mit dem Titel Hot Marx, wie in der Klimakatastrophe aus dem Marxismus wieder eine Theorie des Aufstands wird. Und ich finde, Hot Marx ist auch eine gute Beschreibung für den Raum, den wir in den letzten zwei Tagen hier gehabt haben mit dem warmen Wetter.
Ja, ich übergebe das Wort dann jetzt an Christian Schmidt. Wie gesagt, alle drei SprecherInnen werden so ein Eingangsstatement von circa 10 Minuten halten. Ja, herzlich willkommen von mir. Schön, dass doch noch so viele da sind. Ich dachte, der Sprachwechsel lässt uns vielleicht doch einige verlieren. Aber vielen Dank, Alexei, für die Vorstellung. Vielen Dank auch an dich und Thomas für die Organisation und an die Einleitung, für die Einladung, hier dann tatsächlich auch zu sprechen auf diesem Panel. Wir haben so ein bisschen abgemacht, dass wir über die Schlagworte der Überschrift reden. Das hattest du ja schon gesagt. Also Anthropozän, Krise, Aufstände, Transformation. Das wären ungefähr 2,5 Minuten pro Begriff. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich werde es nicht einfach vorlesen, sondern Alexei, gib mir ein Zeichen und dann höre ich irgendwann auf, wenn die 10 Minuten um sind. Ich möchte aber gern anfangen, tatsächlich dazu etwas zu sagen zum Anthropozän. Denn der Titel Marx im Anthropozän scheint mir wichtig zu sein. Er scheint mir insbesondere dann wichtig zu sein, wenn es nicht darum geht, dass wir das Anthropozän einfach als eine geologische Epoche beschreiben, wo man sich dann im engeren Sinne darüber streiten kann, wann fängt es an, was gibt es für Marker und sowas. Also das kennen Sie ja alles vom Haus der Kulturen der Welt, diese ganze Diskussion. Sondern wenn es über diesen engeren Sinn hinaus darum geht, uns klar zu machen, um welches Mensch-Natur-Verhältnis es bei Marx eigentlich geht. Für Marx, das ist jetzt in verschiedenen Diskussionen vielleicht schon ein bisschen angeklungen, sind zumindest zwei Sachen, zumindest in meiner Lektüre, klar. Die erste Sache ist, alles, was wir über die Natur wissen, wissen wir durch tätige Auseinandersetzung, also gemeinhin durch Arbeit. Sonst gibt es für uns keinen Zugang zur Natur. Es gibt nur diese Art von vermitteltem Zugang zur Natur. Und der zweite Punkt, der damit zusammenhängt und auch sehr wichtig ist, ist, dass Natur nicht einfach als ein gesetzmäßiger Zusammenhang verstanden werden kann, sondern dass Naturgesetze vielmehr, und da merkt man schon, dass ich zu diesen berüchtigten Hegel-Marxisten gehöre, dass Naturgesetze, wie Hegel an einer Stelle einmal bemerkt, eigentlich die Werkzeuge sind, deren sich die listige und mächtige Vernunft bedient, um die Kräfte der Natur gegeneinander zu hetzen und in ihrem eigenen Sinn wirken zu lassen. Das ist nun eine Auffassung, die hier in diesem Kreis schon öfter angesprochen wurde als das prometheische Weltbild. Ja, und das prometheische Weltbild hat, auch das werden Sie, wenn Sie die 2 Tage hier gewesen sind, gemerkt haben, keinen besonders guten Ruf. Prometheus war ja bekanntlich der Titan in der griechischen Mythologie, der seinen Geschöpfen, das sind die Menschen, das Feuer brachte und dafür von den Göttern grausam bestraft wurde. Das prometheische Weltbild aber wird heute von vielen und insbesondere auch im ökomarxistischen Diskurs als eine der zentralen Ursachen des Anthropozäns kritisiert. Und was ist das Problem am Anthropozän? Na, das Problem, ganz einfach auf den Punkt gebracht, ist, dass hier eine Hybris der Menschheit sich äußert, nämlich sich eine eigene Welt nach eigenen Vorstellungen einfach so schaffen zu können. Aktuelle Versuche, Marx überhaupt in die ökologische Diskussion und für ökologische Belange in Stellung zu bringen, nehmen deshalb Marx gegen diese Vorstellung vom prometheischen Weltbild im Schutz. Also das geschieht dann so ähnlich wie dem Vortrag, den wir eben von Amy Allen gehört haben, in mehreren Stufen. Ja, man sagt, vielleicht der frühe Marx war noch ein bisschen prometheisch, der späte Marx ist es dann losgeworden. Das wäre so eine Verteidigungsstrategie. Ich will eigentlich eine andere Strategie fahren, nämlich ihn gar nicht in Schutz zu nehmen, sondern lieber darauf hinzuweisen, was auf der Strecke bleibt, wenn man Marx um dieses prometheische Weltbild kürzt. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist zum einen der befreiende Charakter, den die Einklammerung der Natur hat. Also, dass man nicht mehr sagt, da draußen ist die Natur, die hat ihre Gesetzmäßigkeiten, die hat bestimmte Erfordernisse, die hat bestimmte Limitationen, Beschränkungen, von denen Kern eng gesprochen hat, die dann auf uns wirken und unser Handeln bestimmen bei Strafe des Untergangs. Und zum anderen finde ich es auch bedenklich, wenn mit Verweis auf ökologische Katastrophen, also Klimawandel, Vermüllung der Ozeane mit Plastik,
Arten sterben, plötzlich eine der ganz großen Einsichten des deutschen Idealismus und der Tradition des deutschen Idealismus über Bord geworfen wird, nämlich die Einsicht, die auch Thomas Koran in seinem Vortrag ja nochmal vorgeführt hat, dass wir eigentlich gar keinen Zugang zur Wirklichkeit haben, jenseits unserer tätigen Auseinandersetzung mit ihr. Diese beiden Sachen, das Freiheitsverständnis und das Wissen darum, dass die Wirklichkeit eine ist, die von uns aktiv hervorgebracht und produziert werden muss, nicht individuell, sondern kollektiv, aber immerhin hervorgebracht werden muss, diese beiden Tatsachen würde ich gern festhalten. Wirklichkeit ist also das, was von uns Menschen kollektiv geschaffen wird. Wer dagegen, und das mag vielleicht etwas kontrovers sein, wer dagegen von Natur als einem sachlichen Zusammenhang spricht, der menschliches Handeln unabänderlich bestimmt, der oder die verrät die kollektive Möglichkeit zur Emanzipation. Und an diesen Punkt, so mein Plädoyer, sollten wir nicht zurückgehen. Jetzt an den prinzipiellen Möglichkeiten zur Emanzipation festzuhalten, in dem Sinn, den ich gerade ausgeführt habe, heißt aber nicht, und damit komme ich zum nächsten Punkt auf der Liste, heißt nicht, die Krise zu leugnen, die sich heute mit dem Titel Anthropozän verbindet. Es heißt aber, sich zu fragen, worin besteht diese Krise genau? Wenn wir eine gängige Beschreibung nehmen, wie die Krise aussieht, dann hat es eher etwas mit einer Figur zu tun, die auch wir aus der griechischen Mythologie kennen, die aber nicht Prometheus ist, aber gerade im real existierenden Sozialismus in der Kunst sehr, sehr prominent war. Also es gibt, glaube ich, keinen bildenden Künstler, der sich nicht irgendwann mit Ikarus beschäftigt hat. Und Ikarus ist genau die Figur, zu sagen, da gibt es einen technischen Fortschritt. Sein Vater Daedalus hat Flügel gebaut, mechanische Flügel, konnte jetzt plötzlich fliegen und Ikarus, sein Sohn, ist mit ihm geflogen. Und obwohl er gewarnt wurde, nicht so hoch zu fliegen, dass er der Sonne nahe kommt und dann die Wachsverbindungen schmelzen und die Flügel sich auflösen, hat Ikarus die technischen Möglichkeiten überschätzt, sich der Sonne genähert und ist dann auf dem Boden der Tatsachen zerschellt. Es scheint mir fast so, als befinden wir uns in gängigen Beschreibungen der Krise mit unseren prometheischen Techniken der Naturbeherrschung längst in diesem Zustand der Auflösung, wenn nicht gar des freien Falls. Unser Sturz in die Katastrophe ist vielleicht nur noch uneingestanden, aber gar nicht mehr durch noch mehr Technologie aufzuhalten. Eine solche Beschreibung der Krise, in der wir uns befinden, ist, das wird Sie jetzt wenig überraschen, aus meiner Sicht zumindest irreführend. Denn sie legt es nahe, dass Naturbeherrschung und Ausbeutung der Natur ein und dasselbe sind. Und da ist die Frage, stimmt das? Müssen wir Naturbeherrschung und Ausbeutung der Natur miteinander identifizieren? Mit Marx, würde ich sagen, liegt eine ganz andere Beschreibung der Krise nahe. Nämlich zu sagen, dass Arbeit und damit der übergroße Teil dessen, was Naturbeherrschung eigentlich ist und was naturbeherrschende Tätigkeiten sind, so wie sie ausgeübt werden, unter den Gesetzen der kapitalistischen Ökonomie stattfindet. Und diese Ökonomie hat ein wesentliches Merkmal. Sie orientiert sich am Wert. Und Wert hat eine ganz spezifische Definition. Wert im System der kapitalistischen Ökonomie bedeutet eine Orientierung an der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Wert ist ein Abstraktor, der verschiedene menschliche Tätigkeiten, verschiedene menschliche Arbeiten miteinander vergleichbar macht, sie sich aufeinander beziehen lässt. Und nichts anderes ist im ökonomischen System des Kapitalismus relevant. Nun kann man sagen, das ist ja genau das Problem bei Marx, dass er so ein System einfach hinstellt und sagt, von allem anderen sehen wir jetzt erstmal ab. Aber das vorzuwerfen, Marx das vorzuwerfen, dass er dieses Modell zumindest zum Ausgangspunkt seiner Rekonstruktion der kapitalistischen Ökonomie nimmt, übersieht, dass er sich dieses Modell nicht einfach ausgedacht hat, sondern dass er das Modell von Smith und Ricardo übernimmt, also den Vätern der klassischen politischen Ökonomie, und dass er es auch übernehmen muss, weil es nämlich definiert, was die klassische politische Ökonomie ausmacht. Und weil es zugleich definiert,
was die Praktiken der kapitalistischen Ökonomie antreibt. Marx rekonstruiert also im Kapital eine Theorie, die ganz stark auf diesem Wertbegriff aufruht, weil sie sich mit einer Praxis beschäftigt, die auf diesem Wertbegriff aufruht. Marx weiß aber, dass es ganz andere Modelle gibt, andere Kreisläufe, die für Arbeit ebenso sachlich relevant sind und die auch langfristige Folgen haben. Also er glaubt gar nicht daran, dass der Wert, wie ihn die politische Ökonomie beschreibt, und der Wert, wie er für die kapitalistische Ökonomie einzig relevant und entscheidend ist, das einzige Modell ist. Woher wissen wir das? Wir wissen das nicht so sehr aus dem ersten Band des Kapitals, also den Marx selber geschrieben hat. Wir wissen es mehr aus den Konspekten und Exzerpten, die er geschrieben hat. Eines der berühmten Konspekte beschäftigt sich mit einer Theorie von Sergei Podolinski, einem ukrainischen Wissenschaftler, der eine Berechnung angestellt hat und gesagt hat, wenn wir mal wissen wollen, was hier eigentlich auf energetischer Ebene passiert in der Ökonomie, dann passiert auf energetischer Ebene nicht mehr, als dass die Sonne jedes Jahr ein bestimmtes Maß an Energie schickt, die dann zum Beispiel durch landwirtschaftliche oder auch durch Solarzellen oder durch landwirtschaftliche Techniken aufgefangen wird. Und jetzt können wir uns mal anschauen, wie viel davon produktiv gemacht wird, wie viel wir davon verwenden können. Und das ist insbesondere dann relevant, wenn wir uns anschauen, dass in der gegenwärtigen Landwirtschaft ganz viel von Sonnenenergie vernutzt wird, die gar nicht jedes Jahr produktiv gemacht wird, sondern die einfach dadurch zustande gekommen wird, dass man fossile Energieträger nimmt. Abgestorbene Pflanzenteile von vor vielen hundert Jahren, immer noch dieselbe Energie, immer noch Sonnenenergie. Aber hier kann man sagen, vielleicht ist so eine Landwirtschaft gar nicht so effektiv, ja, wenn sie mit Traktoren und schweren Maschinen vor sich geht, weil sie viel mehr Energie verbraucht, als sie am Ende produziert. Hier hätte man so eine Art von Kreislaufüberlegung, die für Marx offensichtlich relevant sind. Also er hat das exzerpiert, hat sich damit auseinandergesetzt. Es gibt andere, die viel bekannter sind, insbesondere durch den schon zitierten Kohai Saito, also die Liebig-Exzerpte, wo es um Stoffumwandlung geht, also wie viel Phosphor, wie viel Stickstoff steckt eigentlich in den Böden, wie werden sie ausgelaugt, wie lassen sie sich renaturieren. All das ist Marx bekannt, all damit hat er sich beschäftigt. Man muss jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr die These teilen, dass er das nur gemacht hat, um eine gute Theorie der Grundrente zu haben, auch wenn das dafür eine Rolle gespielt hat. Sondern ich glaube, es zeigt für ihn erstmal, dass es diese unterschiedlichen Logiken gibt, die aufeinanderprallen können, die sich auch widersprechen können. Du schaust mich an, ich muss fertig sein, ja? Okay, dann höre ich hier auf. Ist es an? Ja? Ja, vielen Dank, Alexei, vielen Dank für den ersten Einwurf hier, vielen Dank an Thomas und auch an die ganzen Vorrednerinnen heute. Und mein Beitrag ist, glaube ich, nicht so klar den einzelnen Begriffen irgendwie zugeordnet, aber ich versuche eben ein bisschen von quer irgendwie zu verstehen, wie man Marx eben im Anthropozän heute irgendwie einbringen kann. Und ich glaube, ich will noch mehr vom Prometheischen irgendwie weg oder beziehungsweise von dem Prometheischen Marx weg, aber wir werden sehen. Also mein erster Punkt, glaube ich, ist sehr grundsätzlich und betrifft das Verhältnis von Ökonomie und Ökologie, den man mit Marx irgendwie aufstellen kann. Und wenn Marx die Arbeit, Zitat, unabhängig von jeder bestimmten gesellschaftlichen Form, wie er sagt, als Stoffwechsel mit der Natur definiert, das haben wir heute verschiedentlich auch schon gehört, dann legt er meines Erachtens hier im Grunde ein Verhältnis der Identität nahe. Und das ist, glaube ich, auch das, was du gesagt hast. Also wir kennen sozusagen die Natur nur durch unsere Tätigkeit. Ökonomie ist die menschliche Ökologie. Arbeit ist die Art und Weise, so Marx, in der Menschen ihr lebendiges Verhältnis zur Umwelt gestalten. Und entsprechend gilt auch für den Kapitalismus, dass er nicht nur eine politische Ökonomie, sondern auch eine Ökologie besonderer Art ist. Eine, wie die bekannte Stelle in den Grundrissen sagt, die auf die Trennung der unorganischen Bedingungen des menschlichen Daseins vom tätigen Dasein beruht, also von der Arbeit des Menschen. Trennung heißt hier nicht, dass die Arbeit aufhört, Stoffwechsel mit der Natur zu sein.
sondern nur, dass dieser Stoffwechsel auf eine Reihe von von Trennungen und Teilungen und auch Abstraktionen erfolgt, allen voran die Trennung der ArbeiterInnen von den Subsistenzmitteln, die antagonistische Trennung von Stadt und Land und so weiter. Und es ist, glaube ich, was Marx sagt, dass es wesentlich auf der Grundlage dieser Trennungen, dass der Kapitalismus einen Stoffwechsel installiert, der ausbeutend und extraktiv eben nicht nachhaltig erfolgt. Und dann haben verschiedene Autoren inzwischen vorgeschlagen, eben nicht nur verschiedene Aspekte, sondern überhaupt die Kritik, Marx' Kritik der politischen Ökonomie als eine ökologische Kritik zu rekonstruieren, in der Marx eben darlegt, wie die kapitalistischen Produktionsverhältnisse die Naturkräfte nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb des Menschen ausbeutet und wie sein Materialismus es uns ermöglicht, diese beiden Ausbeutungsformen, also die extraktive und die sozusagen menschlich entfremdende, ihn sozusagen als ein und dieselbe Operation zu verstehen oder sozusagen als zwei Seiten derselben Operation. Und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt des marxischen Materialismus. Marx so zu lesen, dass für ihn Ökonomie Ökologie ist, ermöglicht es zunächst, glaube ich, mit Bezug auf die, also zusätzlich mit Bezug auf die Diagnose vom Anthropozän und ihren problematischen Konnotationen, eben ihre prometheischen Konnotationen, also dass sich mit dieser Diagnose selbst ein anthropozentrisches Weltbild fortschreibt, im Grunde genommen zu revidieren. Theoretikerinnen wie Jason Moore oder Donna Haraway haben darauf hingewiesen, dass man sowieso davon Kapitalozän sprechen sollte, wo nicht der Mensch, sondern die kapitalistische Produktionsweise ein einseitiges und destruktives Verhältnis zwischen bestimmten Menschen und der Natur hervorbringt, beziehungsweise durch seine Trennungen, also durch die eben genannten Trennungen, ein Naturverhältnis als ein antagonistisches produziert. Ich glaube, man kann aber mit Marx einen Schritt weitergehen, denn wie der Kapitalismus die lebendige Arbeit in der Ware unsichtbar werden lässt, lässt ja durch die Trennungen und Teilungen, die es vornimmt, auch das gewaltige und intensive Naturverhältnis, das ja ist, unsichtbar werden. Und aufgrund sich dieser Unsichtbarmachung, also dass wir sozusagen in der Stadt gar nicht sehen, ja, also wie was mit der Natur passiert und so weiter, dass diese Trennung von Stadt und Land eben bestimmte Zyklen unterbricht und dergleichen mehr. Aufgrund dieser Unsichtbarmachung erscheint es mir deswegen eben nicht banal, mit Marx Ökonomie und Ökologie strikt gleichzusetzen, also zu identifizieren. Und natürlich bedarf es sozusagen auch für Marx der menschlich geschaffenen Produktionsmittel, um die Natur arbeiten zu lassen. Aber wie mit der Arbeitskraft auch, muss man mit Marx zugleich sagen, dass die Warenproduktion nicht möglich wäre ohne die Naturkräfte und ihre eigenen Dispositionen. So in der kritischen Optik, die Marx Kritik der politischen Ökonomie eröffnet, ist der Kapitalismus mithin zugleich eine gigantische Abhängigkeit von physischen und unorganischen Kräften, von unentgeltlichen Naturkräften, cheap nature, wie Moore sagt, die es selbst nicht hervorbringen, sondern allenfalls gebrauchen kann. Also Marx' Materialismus hilft, glaube ich, zunächst diese Rede von Anthropozän selber zu entmystifizieren und die Entfesselung der Produktivkräfte als untrennbar von einer Abhängigkeit von eben sozusagen den Naturkräften zu sehen. Denn natürlich, also wir haben ja heute schon mehrfach von dem Stoffwechsel geredet, aber der Marx sagt sehr klar, sozusagen die Produktion, auch die sozusagen kapitalistische Produktion wäre nicht möglich. Also man muss sich an der Natur orientieren. Also man kann sie sozusagen zu haben, müssen wir eine sehr gute Kenntnis haben dessen, wie ja, sozusagen die verschiedenen Elemente, die Naturkräfte funktionieren. Ist mein Fuß? Okay. Ja, okay, ist wieder da. Genau, also sozusagen, dass man hier irgendwie kritisch und diagnostisch so ein bisschen die Perspektive umkehren sollte und diese Abhängigkeit in den Vordergrund legen sollte. Ökonomie als Ökologie zu beschreiben, hat auch einen weiteren diagnostisch-kritischen Wert, weil sie natürlich deutlich macht, dass Ökologie der Ökonomie nicht äußerlich ist. Also es gibt nicht Ökonomie als marktförmige Organisation von Produktion, Konsumtion und Zirkulation und dann auch noch etwas wie die Sorge, ja, um die sogenannte Umwelt oder die Natur, sondern Ökologie ist nicht ein äußerer Aspekt, sondern Ökonomie ist sie eben im Kern. Das ist natürlich auch der Grund, weshalb Marx nach wie vor das Interesse ist. Okay, ja.
um zu argumentieren, weshalb ein Green Capitalism die Klimakrise nicht lösen wird, weil sozusagen sozusagen auf dieser Grundlage eigentlich nur die Produkte verbessert werden, aber nicht die Trennungen, die quasi sozusagen den ausbeuterischen und extraktiven Zug des Kapitalismus irgendwie ausmachen. Und gleichermaßen ist aber ist auch natürlich wichtig, warum man die soziale Frage und die ökologische Frage nicht trennen kann. Also das ist sozusagen auch der Punkt vorher mit Marx Materialismus. So, aber das ist jetzt so die Frage, also so abschlussreich ist aus den genannten Gründen, ist mit Marx die Ökonomie, es ist sozusagen Ökonomie als Ökologie zu beschreiben. Meine Frage ist, ob die Perspektive, die uns Marx gibt, sozusagen hinreichend normative Grundlagen an die Hand gibt, dann das Verhältnis, so die Weise, wie der Kapitalismus den Stoffwechsel mit der Natur organisiert, zu kritisieren. Denn bei allem Extraktivismus und bei aller Ausbeutung ist es natürlich weiterhin ein Stoffwechsel. Also sozusagen, und wenn wir Stoffwechsel als Austausch von Energien verstehen, dann kommen wir damit, glaube ich, nicht so weit, weil das tut der Kapitalismus die ganze Zeit. Das heißt, diese Perspektive, also Stoffwechsel so zu verstehen, ist noch nicht, und auch nicht sozusagen die Kenntnis, ja, also sozusagen des Stoffes, was ich bearbeite, weil die ist zumindest zu einem gewissen Teil eben vorhanden. Um den kapitalistischen Stoffwechsel als einen schlechten Stoffwechsel zu beschreiben, scheint mir deswegen nötig, man kann ihn natürlich mit Marx aus der sozialen Perspektive kritisieren, soweit. Also man kann sagen, ja, aufgrund des Zugrunderichtens und des Erschöpfens der Arbeitskraft und aufgrund der Herrschaftsverhältnisse, die es zur Extraktion installiert, worunter natürlich eben die kolonialen und imperialen Verhältnisse fallen, ist der kapitalistische Stoffwechsel ein schlechter Stoffwechsel. Aber um zu sagen, es ist sozusagen mit Bezug auf die Natur ein schlechter Stoffwechsel, scheint mir, dass wir sozusagen eine weitere Dimension oder eine weitere Trennung in den Blick nehmen müssen, die hier sozusagen ein bisschen wenig zur Sprache gekommen ist, nämlich die Trennung zwischen der produktiven Arbeit und der reproduktiven Arbeit. Weil in der reproduktiven Arbeit, denke ich, sozusagen der Stoffwechsel auf eine andere, also in Karens Text kam die reproduktive Sphäre mit Aristoteles rein, mit dem Oikos, ja. Aber man kann sozusagen, man muss, glaube ich, die Weise analysieren, in der Kapitalismus eben das Reproduktive und das Produktive trennt. Und das heißt, Marx gibt die Stichworte und die Untersuchungsrichtung, aber ich glaube, wir brauchen hier absolut den feministischen Materialismus und die nötigen Bestandteile für eine ökologische Kritik der politischen Ökonomie zu bekommen. Denn erst mit der reproduktiven Arbeit können wir das Ruinöse an der Ökologie des Kapitalismus in den Blick nehmen, weil hier sozusagen der Stoffwechsel, also nicht nur als Transformation, ja, von Energien, sondern eben als deren Reproduktion erst in den Blick bekommt. Und dieser Bereich quasi auch die bestimmte sozusagen Tätigkeitsressourcen an die Hand gibt, um das Verhältnis zur Natur eben anders zu konzeptualisieren. Und das kann man natürlich auch auf andere Bereiche, die auch teilweise hier angesprochen wurden, mit Bezug auf die Ästhetik, also sozusagen mit Bezug auf die künstlerische Praxis, die auch andere Formen des Umgangs mit Stoff, ja, irgendwie kennt. Wir sind hier in einer künstlerischen Institution, auf der Fassade der Volksbühne steht die Monosau. Ich weiß nicht genau, worauf sich das bezieht, aber ich dachte, sozusagen, wenn wir sozusagen auf Monokultur das beziehen, also ja, sozusagen, das steht dann da und es wird irgendwie kritisiert, ja, die Monosau. Und genau, und sozusagen diese Form, also wir brauchen diese anderen Tätigkeitsbereiche und deren Weise, irgendwie Stoffwechsel zu praktizieren, unglaublich eine sozusagen reichhaltige und auch hinreichende ökologische Kritik des kapitalistischen Stoffwechsels vorzunehmen. Aber das würde ich gerne mit euch besprechen, ob nicht sozusagen in dem produktiven Bereich
doch auch andere Elemente oder mehr vom Stoffwechsel zu lernen ist. Du hast die Liebig-Auseinandersetzung von Marx, also da geht es natürlich auch um die Frage von sozusagen Stoffwechsel als zyklischer Stoffwechsel, als eine Form von selber reproduktiver Weise. Wie bringt, also welcher Stoffwechsel, welchen Begriff des Stoffwechsels brauchen wir, um mit Marx ökologische Kritik zu machen? Und mein dritter Punkt, habe ich noch Zeit, ich nenne ihn dann sage ich nur als Frage, es hätte mit dem Stichwort des Aufstandes zu tun, beziehungsweise mit dem Nicht-Aufstand. Also wie können wir Marx heute nutzen, um zu verstehen, weshalb eine Mobilisierung gegen die ökologische Krise noch nicht so weit gekommen ist, beziehungsweise warum wir jetzt gerade beobachten können, wie sehr die Staaten den Klimaaktivismus etwa von der letzten Generation so unglaublich massiv bekämpfen und als terroristisch bezeichnen. Ja, und ich glaube, mit Marx kriegt man das sozusagen, also diesen zweiten Aspekt, wenn man sozusagen die Identität von Ökonomie und Ökologie sieht. Ja, ist klar, dass sozusagen ökologische Fragen voranzutreiben eine massive Infragestellung von bestimmten Grundlagen unserer gesellschaftlichen, unserer gesamten Gesellschaftsordnung, ja, die Anordnung der Staatsapparate, Klassenverhältnisse und so weiter. Die Frage wäre, was Marx sozusagen auf der subjektiven Seite zu sagen hat. Und ich glaube, also dann hätte ich so ein bisschen von der Subjektivierungsform der Lohnarbeit gesprochen, aber das mache ich vielleicht später. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich will mich jetzt auch erstmal dem ganzen Dank anschließen an die Organisatorinnen und an diejenigen, die das hier durchführen, und möchte noch den Dank an meine beiden VorrednerInnen anfügen, weil sie tatsächlich schon ganz viel von dem gesagt haben, was ich auch sagen wollte oder könnte. Deswegen werde ich jetzt hauptsächlich über die letzten beiden Begriffe sprechen, nämlich über Aufstand und Transformation. Ich möchte konkret drei Punkte anführen, wenn ich so weit komme. Das erste ist zu den historischen Kampf- und Organisationsformen der Arbeiterbewegung, der frühen Arbeiterbewegung, die meiner Meinung nach auch im Kampf gegen die ökologische Katastrophe heute wiederbelebt werden und wiederbelebt werden sollten. Dann zweitens zum Zusammenhang von ökologischer Frage und Klassenfrage. Und drittens zur Wiederbelebung des Rätegedankens in der Klimabewegung, den man jetzt allenthalben, glaube ich, beobachten kann. Vielleicht zur Rahmung oder Einordnung meiner Sprechposition hier, will ich mit einer kleinen Anekdote oder mit einem Witz anfangen, über den wahrscheinlich wieder niemand lacht. Ich habe vor 10 Jahren oder 15 Jahren wurde ja sehr viel über Postmarxismus gesprochen. Das scheint jetzt mittlerweile auch, glaube ich, schon wieder so ein bisschen vorbei zu sein. Jedenfalls wurde ich auf einer Podiumsdiskussion auch mal damals als Postmarxist vorgestellt. Und dann hat ein Freund von mir, der im Publikum saß und der heute wieder da hinten sitzt, Frank Engster, der hat dann später gesagt, Junge, du bist doch gar kein Postmarxist, du bist allenfalls ein Prämarxist. Und ich würde dem, glaube ich, jetzt tatsächlich, ich habe dem dann spontan zugestimmt und ich würde mich auch als Prämarxist identifizieren und ich glaube, dann kann ich auch eine neue Spezies zu dem Bestiarium der verschiedenen Marxisten anfügen, den Thomas gestern eröffnet hat. Es gibt die Aristotelian-Marxist, die Hegelian-Marxist, die Kantian-Marxist, ich bin jetzt der Prämarxist. Für mich liegt dementsprechend die Zukunft von Marx auch eher in einem Schritt hinter Marx zurück, in einem Schritt vor Marx, aber das doch dauernd, in einem dauernden Bezug zu Marx. Und das möchte ich jetzt auch erläutern. Mit meinen Vorrednerinnen bin ich einig, dass jede durchgreifende und radikale Kritik der ökologischen Katastrophe von der marxistischen Basis ausgehen muss in der einen oder anderen Weise. Also von der Kritik der politischen Ökonomie, von der rastlosen und wie wir heute gehört haben, grenzenlosen Selbstverwertung des Werts. Also darin bin ich absolut Marxist und Marxist geblieben. Warum Prämarxist? Weil ich denke, dass man bei der Frage der politischen Umsetzung dieser Kritik und bei der politischen Durchsetzung der Ziele, die man daraus gewinnt, auf das ganze Arsenal der historischen politischen Kampfformen zurückgreifen muss, die im Laufe der Arbeiterbewegung, auch vor allen Dingen in der frühen Arbeiterbewegung entwickelt wurden und damit eben auch auf die Kampfformen, die von Marx und dann auch von Engels und auch von der ganzen später marxistisch dominierten Arbeiterbewegung explizit verworfen und verdrängt wurden. Es ist also, glaube ich, gerade heute im Kampf gegen die Klimakatastrophe ist eine neue Auswilderung der politischen Kampfformen nötig, die in der Geschichte der marxistisch dominierten Arbeiterbewegung eingehegt und pazifiziert worden sind. Und für diese Auswilderung steht für mich jetzt im Titel der Veranstaltung auch dieser Begriff des Aufstands.
Von welchen Formen spreche ich? Also es geht jetzt um Kampfformen der frühen Arbeiterbewegung. Das ist erstmal etwas, was man als, mit Erich Hobsbawm als Sozialbanditentum bezeichnen könnte. Dann wilde Besetzungen, vor allen Dingen Landbesetzungen. Und dann aber auch vor allem Maschinenstürmerei. Das Gemeinsame all dieser Formen ist, dass es sich dabei um direkte Aktionsformen handelt. Also um direkte Aneignung von Überlebensmitteln, um Versuche, die eigene Reproduktion direkt in die eigenen Hände zu bekommen. Also in Form von dem, was damals auch schon im 19. Jahrhundert schon Kommunen genannt wurde oder Siedlungsprojekte oder selbstverwaltete, autonom organisierte Produktion. Aber eben auch in der direkten und unmittelbaren Zerstörung von Produktionsmitteln, also von Maschinen, von Produktionsmitteln, die für das eigene Leben zu Destruktionsmitteln geworden sind. Was diese Formen auch gemeinsam haben, ist, dass sie von Marx allesamt als utopistisch und oder als rückwärtsgewandt verurteilt worden sind. Und ich glaube, wir müssen über dieses Verdikt müssen wir uns hinwegsetzen, auch wenn wir Marxistinnen uns als Marxistin verstehen. Wir dürfen das nicht akzeptieren. Warum? Also man könnte ja erstmal sagen, wenn man dauernd vor die Wand fährt, ist der Rückwärtsgang gar nicht unbedingt die schlechteste Option. Man könnte fragen, was das Gute an diesen genannten Kampfformen eigentlich ist. Das Gute an den Kampfformen ist, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen Kampfformen, wie etwa dem Streik, und das ist ja die Form, die Marx dann als einzige für eine reife Lohnarbeiterklasse überhaupt noch prämiert hat, all diese genannten Kampfformen haben anders als der Streik die Eigenschaft, dass sie sozial ziemlich inklusiv sind. Das heißt, bei diesen Kampfformen können alle mitmachen. Also bei der direkten Aneignung, man könnte auch von organisiertem Ladendiebstahl sprechen, bei Besetzungen, bei Blockaden, aber auch bei Maschinenstürmerei können alle mitmachen, weil diese Dinge, um die es hier geht, auch alle angehen. Erich Hobsbawm hat das sehr schön mal formuliert in einem Aufsatz in so einer Ehrenrettung der Maschinenstürmer, die er schon in den 50er Jahren geschrieben hat, gegen den ganzen Mainstream der marxistischen Historiografie, sagt er in seiner Nonchalance, die diese Texte auch so angenehm macht, das Schöne an der Maschinenstürmerei sei, it can be done by all sorts of people. Und das ist, glaube ich, das, was diese Form auch wieder aktuell macht. Die Aktualität liegt, glaube ich, in den Klimakämpfen auf der Hand. Dieser Klimakollaps betrifft alle. Und deswegen sind auch Aktionsformen gefragt, die diese unmittelbare und direkte und die universelle Betroffenheit direkt ausdrücken und die auch von allen ausgeführt werden können und die dabei möglichst direkt auch wirksam werden. Ein Beispiel, jeder SUV, der lahmgelegt wird, ist natürlich symbolisch politisch wichtig. Er produziert aber auch direkt hier und heute keine Abgase mehr. Was ähnlich sagt Andreas Mein mal über die Blockade von Kraftwerken. Das ist erstmal eine symbolische Aktion, aber wenn diese Kraftwerke plötzlich tatsächlich keinen Dampf mehr ausstoßen, dann wirkt das sofort. Direkte Wirksamkeit gibt es eben auch bei diesen Blockaden. Das ist ja offensichtlich die Kampfform, die gerade aktuell ist, also Blockade von Straßen, aber auch von Zugängen zu Kraftwerken etc., die irgendwie mehr zwischen Maschinensturm und Besetzung zu liegen scheinen. Und apropos Besetzung, die Landbesetzung sind natürlich eines der zentralen Kampfformen von vielen indigenen Kämpfen gegen ökologisch zerstörerische Eingriffe, beispielsweise wie Pipelinebau oder neue Gasbohrungen etc. Man könnte jetzt sagen, diese Aktionsformen der Klimabewegung, die ich jetzt genannt habe, die laufen ja ohnehin schon. Warum ist es überhaupt sinnvoll, die auf die frühen Kampfformen der Arbeiterbewegung zu beziehen? Am einen könnte man sagen, es ist immer sinnvoll, das ganze historische Tiefenschärfe zu verleihen, weil man damit vielleicht auch an Reservoir, an Erfahrungen, an Wissen angeschlossen wird. Es ist aber, glaube ich, auch theoretisch und politisch wichtig, den gegenwärtigen Kampf in der Tradition der Arbeiterbewegung, der Arbeiterinnenbewegung zu verstehen, weil, und das ist sicherlich ein heikler Punkt, ich sagen würde, dass die ökologische Frage nur dann richtig und das heißt radikal gestellt werden kann, wenn man sie auch als Klassenfrage stellt. Wir waren uns ja eben, glaube ich, einig darüber, und so wie ich das verstanden habe, auch bei der Tagung, dass wir erstmal davon ausgehen, dass etwas wie die Klimakatastrophe nichts ist, was sich einfach so vollzieht, sondern etwas ist, was kapitalistisch produziert wird. Dafür steht ja dann eben auch dieser Begriff des Kapitalozän, den du eben auch schon wieder erwähnt hast, den Thomas auch schon in der Einführung erwähnt hat. Wenn wir jetzt mit Marx und mit der Kritik der politischen Ökonomie im Rücken fragen, was Kapital ist, dann ist es nichts anderes als geronnene, tote Arbeit, die aus der Ausbeutung von lebendiger Arbeitskraft hervorgeht. Wenn wir also Kapitalozän sagen, dann müssen wir marxistisch korrekt eigentlich auch Proletarozän sagen. Mit diesem Begriff Proletarozän spiele ich oft das Buch The Tragedy of the Worker Towards the Proletarozän von der Gruppe The Salvage Collective an. Das ist bei Verso 2021 erschienen und ist meiner Meinung nach eines der besten Bücher, das bisher zu diesem Thema erschienen ist. Wenn also die Klimakrise kapitalistisch produziert ist, dann wird sie eben auch von den ArbeiterInnen jeden Tag weltweit produziert und reproduziert.
Und ein Satz zu dieser Tragedy of the Worker ist, möchte ich jetzt kurz zitieren, the tragedy of the worker is that as long as she works for capitalism, she must be her own grave digger. Und diese Rede vom Totengräber hat hier nicht diesen optimistischen Zug, den es am Ende des kommunistischen Manifests hat, sondern hier ist es gewissermaßen wörtlich zu verstehen, dass jede Arbeiterin, nicht nur bei VW und RWE, dass wir alle jeden Tag in gewisser Weise an diesem kollektiven Selbstmord mitarbeiten, wenn wir arbeiten. Was bedeutet das? Man denkt, die eine Konsequenz ist, dass man vielleicht doch den Schritt vom Prämarxismus zum Marxismus machen muss, insofern als man zu der Einsicht kommen kann, dass der Kampf gegen den Klimakollaps nur dann sinnvoll zu führen ist, wenn er auch in die zentralen kapitalistischen Produktionsaggregate getragen wird. Das könnte man sagen, in die Fabriken, in die Minen, in die Kraftwerke. Und das global. Vanessa Wills hat das gestern sehr schön gesagt, wenn es nicht die International Working Class ist, die das hinkriegt, then we're screwed. Und dass wir screwed sind, dafür spricht ja im Moment schon sehr, sehr viel. Die Konsequenzen dieser Einsicht, die sind jetzt wahrscheinlich weniger aufregend und klamourös, als man sich das vielleicht wünscht. Eine Konsequenz könnte sein, und muss, glaube ich, sein, dass der Klimakampf auch wieder an gewerkschaftlichen Kampf angenähert werden muss. Ich habe damit als GEW-Mitglied jetzt wenig Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Klaus Dörre hat ein sehr gutes Buch zugeschrieben und hat sich da verschiedentlich sehr gut zu geäußert. Die Utopie des Sozialismus kommt was für Nachhaltigkeitsrevolution, Matzen seit 2021. Da erinnert er daran, dass die Gewerkschaften, interessanterweise gerade die IG Metall, bis vor gar nicht allzu langer Zeit, also in den 70ern und 80ern, ein gesellschaftliches Zentrum, gewissermaßen ein Think Tank war, wo Leute vom Fach sich über die anstehende ökologische Transformation Gedanken gemacht haben. Also die Leute aus der Montanindustrie, aus der Schwerindustrie, aus der Autoindustrie wussten, dass das so nicht weitergeht und die haben dann sehr elaborierte Modelle entwickelt, wie eine ökologisch sinnvolle, postfossile, postautomobile Gesellschaft aussehen kann. Das ist dann alles irgendwie ein bisschen verdrängt und vergessen worden und dass wir heute die IG Metall uns als diesen fossilen Koloss vorstellen, der so schwer beweglich ist und sozusagen für Arbeitsplätze über Leichen geht, sozusagen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Konsequenz, habe ich mal ein interessantes Interview gehört. Das ist erst in den Schröder-Jahren, also in den Jahren des Autokanzlers Schröder zu dem gemacht worden, was es heute ist. Und ich glaube aber, dass es auch in den Gewerkschaften selber sehr, sehr viele Leute gibt, die da in diese Richtung diskutieren. Und das auch von der Klimabewegung gesehen wird. Und im Zuge dessen müsste dann natürlich auch der Streik als sicherlich die mächtigste Kampfform, proletarische Kampfform, irgendwann wieder aktuell werden. Und es ist sicherlich auch kein Zufall, dass es ein Schulstreik war, der den aktuellen Zyklus der Klimakämpfe angestoßen hat. Ich hätte jetzt noch ein paar Sätze zu den Räten. Sollen wir das jetzt machen oder sollen wir das in der Diskussion dann? Zwei Minuten, okay. Ja, ich hab zwei Punkte, warum die Räte wieder interessant werden. Dann nenne ich nur einen und den anderen hebe ich mir auf. In der Debatte tauchen ja diese Räte plötzlich überall wieder auf. Also auch bei Dörre zum Beispiel als Nachhaltigkeits- und Transformationsräte und auch bei der letzten Generation auf eine komisch verschobene Art in der Forderung nach diesem Gesellschaftsrat, der einberufen werden soll. Was hat es damit auf sich? Historisch sind Räte ja immer, also als Form, die Arbeiterbewegung gefordert hat, Rätedemokratie als eine demokratische Alternative zum Parlamentarismus, zum bürgerlichen Parlamentarismus geführt worden. Und die Grundlage der Räteidee ist, dass das politische Gemeinwesen organisiert werden soll, nicht auf Grundlage des abstrakten und abstrakt gleichen Individuums, das sozusagen gesichtslos in der Wahlkabine seine Souveränität ausagiert, sondern dass die Grundlage die Menschen und Kollektive in ihren konkreten, stofflichen, vernetzten Lebenszusammenhängen sind. Also klassischerweise vollzieht sich Organisation von Räten da, wo zusammengearbeitet und produziert wird. Das sind dann die Arbeiterinnenräte oder die Betriebsräte. Oder dort, wo man zusammenlebt und sich reproduziert. Das sind dann also im Viertel, das sind so kommunale Räte, Nachbarschaftsräte. Und in der Geschichte der Arbeiterbewegung kommt schon sehr früh beides vor. Also auch in der Pariser Kommune gibt es beides, diese Reproduktionsräte und die Produktionsräte. Und dann kamen halt immer noch die Soldatenräte dabei dazu. Ich glaube, das ist ein attraktives Modell für die Klimabewegung, weil in den Räten gewissermaßen das Wissen um die stofflichen Vernetzungen, das Wissen um die tatsächlichen Zusammenhänge des sozialen Lebens zur Grundlage der Organisation gemacht werden sollen, sodass es in der Transformation der gesellschaftlichen Reproduktion und Reproduktion dann direkt mit einbezogen werden kann. Wenn die ökologische Katastrophe, wie ich eben gesagt habe, sich nicht irgendwie vollzieht, sondern von den ArbeiterInnen jeden Tag produziert und reproduziert wird, dann müssen diese Produktions- und Reproduktionszusammenhänge auch der Ausgangspunkt einer nachhaltigen Transformation des Systems sein. Und dieses Nachhaltige führt dann zu dem zweiten Punkt, da können wir nochmal drüber sprechen. Es gibt auch so einen zeitlichen Aspekt dabei.
Traditionell ist die Kritik, die rätedemokratische Kritik am Parlamentarismus immer, dass der Parlamentarismus so träge ist und dass da alles so ewig dauert und dass in den Vermittlungsketten alles immer verloren geht. Heute ist die Kritik eher umgekehrt, dass der Parlamentarismus gewisserweise zu schnelllebig ist, weil er immer in diesem Zyklus von 4 Jahren Legislaturperiode denkt und man eigentlich keine wirklichen Reformen anstoßen kann, weil man dann Gefahr läuft, abgewählt zu werden. Und diese Räte sind sozusagen eine Idee, neben dem Parlamentarismus eine demokratische Alternative aufzubauen, die aber nicht an diese sozusagen mechanisch ablaufende Zeitlichkeit der Legislaturperiode gebunden ist und deswegen es möglich macht, langfristige Projekte anzugehen, ausgehend vom Wissen der Leute vor Ort, und das dann ansetzen kann und es bleibt trotzdem demokratisch bleibt. Also man könnte das natürlich auch diktatorisch durchsetzen, darüber wird ja auch viel spekuliert gerade, aber dass eine demokratische Alternative zur Ökodiktatur ist. Vielen Dank. Okay, also wir haben jetzt ganz viel Verschiedenes vorliegen, ein Bündel von Prometheus zu Feminismus und IG Metall. Und ich würde vorschlagen, dass wir in einem ersten Schritt nochmal auf die Frage des Verhältnisses von Mensch, Natur, Ökologie, Ökonomie eingehen und dann in einem zweiten Schritt aber auch auf die Protestform Aufstand, Transformation. Und vielleicht, um die Diskussion noch ein bisschen ins Rollen zu bringen, auch wenn das wahrscheinlich nicht nötig wäre, würde ich das gerne so machen, dass... Also bei dir, Christian, gab es jetzt das Bild von dem Prometheus, also der gelungenen Naturbeherrschung und Ikarus als der verfehlten Naturbeherrschung. Und so wie du es dargestellt hast, besteht die Möglichkeit von einem Ikarus-freien Prometheus. Und Francesca, du hast eher betont, dass diese Verfehlung der Naturbeherrschung eigentlich nicht äußerlich sein kann zu der Naturbeherrschung von Beginn an, und dass es keinen Prometheus geben kann, der nicht auch zu so einem Ikarus wird. Und deswegen, auch unter Einbeziehung von dir, Patrick, vielleicht, wenn wir damit nochmal beginnen, mit diesem Verhältnis von Naturbeherrschung und den Problemen, die daraus notwendig oder nicht notwendig entstehen. Also ich glaube, der Punkt, den ich machen wollte und der tatsächlich viel mit Beherrschung zu tun hat, also mit Herrschaft im Sinne von etwas beherrschen können, hat tatsächlich mit diesen unterschiedlichen Logiken zu tun. Also Francesca, du hast ja gesagt, naja, wenn wir jetzt wissen, dass es diese Stoffkreisläufe gibt, das hilft uns erstmal normativ noch nicht so richtig weiter. Ich glaube, dass es uns doch weiterhilft, weil diese aufeinanderprallenden Logiken, die könnten wir jetzt erstmal sagen, ist ein Anzeichen von Problemen, und zwar ein Problem, das alle möglichen Gesellschaften haben können. Ja? Alle möglichen Anwendungen von Techniken könnten dazu führen, dass man bestimmte Sachen übersehen hat, dass man denen sich nicht so klar ist, über die sich nicht so richtig klar geworden ist. Das Problem beim Kapitalismus ist diese Ausschließlichkeit der Wertverwertungslogik. Die kapitalistische Ökonomie funktioniert nach dieser Wertverwertungslogik. Und deswegen ist das für Marx ein ganz, ganz klarer und ganz starker normativer Punkt zu sagen, es muss eine Wiederaneignung der kapitalistischen Ökonomie geben. Und wir sehen das jetzt in der ökologischen Krise, dass, obwohl wir wissen, die Sache fährt gegen die Wand, obwohl wir wissen, die Lebensgrundlagen werden alle untergraben, ist das ökonomische System als ökonomisches System überhaupt nicht in der Lage, da etwas zu machen. Es gibt Gegenbewegungen, und da sind wir dann aber beim nächsten Punkt, bei den Aufständen und so. Also vielleicht spare ich mir das jetzt erstmal noch ein bisschen auf. Aber ich würde sagen, der entscheidende Punkt, wo es wirklich darum geht, nicht in so eine Starre zu verfallen und zu sagen, ja, wir müssen uns ausliefern an das, was schicksalhaft gegeben ist. Und weswegen ich sage, wir brauchen so eine Art von prometheischem Selbstverständnis, ist eben auch die zweite Natur sich anzueignen. Also auch das, was unsere Auseinandersetzung mit Wirklichkeit und Welt ist, wieder überhaupt erstmal verfügbar zu machen für das, was wir schon wissen. Ja, wir wissen ja ganz vieles darüber. Können trotzdem nicht danach handeln. Und das ist eigentlich die tragische Situation und das normative Problem. Ja, ich glaube, den Punkt, den ich irgendwie machen wollte, ist einerseits sozusagen den Materialismus hier ernst nehmen, also sozusagen so weit zu treiben, wie es geht bei Marx selber. Und da scheint mir ein gewisses Verständnis von Naturbeherrschung
irgendwie zuwiderzulaufen und dass man, also ne, dass wir sozusagen eher von der Natur beherrscht, also nicht beherrscht sind, aber geprägt sind, ja, abhängig sind. Und dass es da etwas gibt und dass das etwas ist, was der Kapitalismus als Form so nicht, ja, also versucht, wie es nur geht, in den Griff zu bekommen. Und dann, wenn er sozusagen die Kreisläufe entdeckt, dann wird Dünger irgendwie produziert, so und so. Aber sozusagen, er kann sein Verhältnis zur Natur immer nur in Form sozusagen neuer, besserer Beherrschung produzieren. Und das scheint mir nicht aus dem Problem herauszuführen. Ja? Und deswegen scheint es mir sehr wichtig zu sein, und ich glaube, man kann zumindest ein Stück weit mit Marx das tun, also mit dem Materialismus, den er hier irgendwie anbietet, das Verhältnis zur Natur eben nicht im Sinne von einer Beherrschung. Weil Beherrschen heißt immer sozusagen, ich kenne die Gesetze der Natur und kann sie sozusagen für sie selber irgendwie in Anwendung bringen, aber letzten Endes dann auch für mich selbst. Und wenn man jetzt auch auf die ganzen sozusagen Protestformen, es geht ja in vielerlei Hinsicht darum, zurückzuziehen, also ne, sozusagen nicht zu viel in Austausch zu kommen, sondern auch zurückzuziehen, also sozusagen zu stoppen, die Natur zu benutzen, ja, in der Weise, wie es der Kapitalismus tut. Und ich glaube, um diese Kehrtwende irgendwie zu machen, brauchen wir auch sozusagen eine andere Form, ein anderes sozusagen auch Imaginäres der Weise, wie wir sozusagen mit Natur sind. Und da scheint mir irgendwie der Materialismus, auch was Thomas mit dem inorganischen Körper, wenn man das sozusagen vielleicht, ich glaube, das ist immer noch nicht genug, weil man kann auch die sozusagen die Abhängigkeit vom Inorganischen immer noch, ja, herrschaftlich vollziehen, also sozusagen sie in einer geschickten, rationalen Nutzbarmachung. Aber da ist was, also sozusagen in dieser Kontinuität, in dieser nicht, ja, sozusagen nicht asymmetrischen, in diesem nicht asymmetrischen Verhältnis, sondern in der Weise zu denken, wie, ja, wir sozusagen bestimmt sind. Und das scheint mir irgendwie wichtig zu sein, gegen, also sozusagen noch ein Stück weniger Prometheisches irgendwie da zu haben, weil das scheint mir eine sehr doch idealistische. Ja, ich kann jetzt zu dem Streit gar nicht so viel beitragen, aber ich habe mir das jetzt im Laufe der Tage auch aufgefallen und jetzt eben auch nochmal bei deinem, weil du es so stark gemacht hast, dieses Wort oder dieser Begriff Stoffwechsel ist ja vielleicht, den könnte man vielleicht auch nochmal befragen, was das eigentlich heißt. Also ich bin mir nicht ganz sicher, es ist ja auch irgendwie Verdauung, oder? Also es geht um Konsumtion und irgendwie auch um Ausscheidung und so. Ne? Das ist irgendwie, das ist sozusagen, wenn man das jetzt sagt, Ökonomie ist Ökologie und dann ist man vielleicht schnell bei diesem, wenn man das dann sozusagen, dass das schnell diese Kreislaufgeschichten und sozusagen, dass man irgendwie so von so, ja, von so ökologischen Kreisläufen ausgeht. Wenn man sich das jetzt historisch anguckt, jetzt auch nochmal apropos Klassenfrage, wenn man sich so, es gibt so ganz gute Untersuchungen historisch zu Ökologien von den ersten Großstädten oder sowas. Und das Hauptproblem war immer, die Nahrung reinzukriegen und die Exkremente raus. Das war irgendwie, das ist das, was den Stoffwechsel einer Stadt ausmacht. Nahrung rein, Heizmittel rein und den Abfall und die Exkremente raus. Und das musste reingebracht werden. Also es ist sozusagen immer auch irgendwie, das waren sozusagen die wesentlichen Arbeitsfelder der städtischen Unterschichten. Nahrung rein, die Lazzaroni in Neapel haben nichts anderes gemacht als Nahrung rein und Fäkalien raus. Und ich habe mich jetzt gefragt, weil das jetzt sozusagen zu einem zentralen Begriff wird, und das ist ja erstmal noch weitgehend eine Metapher, glaube ich, was das eigentlich die sozialen Implikationen dieser Metapher des Stoffwechsels sind. Ich finde das erstmal eine sehr, sehr gute, sehr guten Begriff, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es dann auch zu so einer, zu einer Entsozialisierung dieses ganzen Prozesses führt. Mhm. Wobei auch die Arbeit ist der zentrale Stoffwechselprozess, also die verrichten ja auch nicht alle. Ne? Also so dieses, ja. Da ist die Klassenfrage, ist eigentlich schon bei dieser, auch bei dem, im Herzen der Naturbeziehung angesiedelt. Mhm. Ja, aber das war auch ein bisschen meine Frage, also wie man diese Figur versteht, also weil man hat einerseits eben sozusagen das Essen ausscheiden, von dem Marx dann mit Liebig sagt, okay, wir haben ein Problem, wenn wir Städte und Land irgendwie trennen, weil dann die Fäkalien halt eben nicht zurück in die Erde gehen, sondern halt in die Gewässer und dann, ja, und da ist natürlich Stoffwechsel sozusagen so eine Art von reziproken Verhältnis, ja. Und das kann man, Stoffwechsel ist aber auch Atmen, ja. Also sozusagen, das ist natürlich auch so eine Form von Transformation, wo aber die Transformation durch, sagen wir mal, den menschlichen Körper oder auch durch den sozialen Körper, wenn man jetzt die Arbeit nehmen will, aber auch
sozusagen in reproduktiven Kontext, ne, finden auch ganz viele andere Formen von Stoffwechsel statt. Das ist also eine Form von nicht Balance, aber sozusagen von nachhaltigen Kreislauf irgendwie entsteht. Und das ist natürlich etwas, was die Trennungen kapitalistischen Stoffwechsels irgendwie auch untergräbt, durch die Abtrennungen der verschiedenen Bereiche. Und zusätzlich dann eben auch mit Bezug auf das Produktive dann vielleicht auch eine bestimmte Form von sorgetragender Arbeit. Ja? Also die durch die Weise, wie wir produzieren oder arbeiten müssen, teilweise einfach unmöglich gemacht wird. Wo man sagen könnte, Sorge ist auch natürlich in Arbeits-, in produktiven Prozessen drin, aber auch da gibt es kapitalistische Mechanismen, also Zeitdruck und so weiter oder sozusagen Fließband oder was auch immer, die genau diese Sorge unmöglich machen, noch dazu auch ein Wissen sozusagen um den Prozess dessen, also was ich da mache, ja? was mit dem Stoff passiert, was ich bearbeite. Ich bin so ein bisschen skeptisch an dem Punkt, wo du anfängst von Verzicht zu sprechen, und zwar genau aus dem sozialen Grund der Klassenfrage. Und vielleicht nicht nur der Klassenfrage, sondern auch, wenn man das global betrachtet. Ich glaube, der Verzichtsdiskurs ist relativ wenig überzeugend aus der Perspektive derjenigen, die relativ, oder nicht nur relativ, die auch absolut wenig haben. Und deswegen bin ich mir gar nicht so richtig sicher, ob das ein guter Weg ist, in diese Richtung zu gehen. Deswegen ist ja mein Plädoyer dafür, stärker zu schauen, wie die Auseinandersetzungen stattfinden. Es geht nicht darum, unbedingt die Trennung zwischen Stadt und Land aufzuheben, sondern es geht darum, die Trennung zwischen Stadt und Land dann aufzuheben, wenn wir gute Gründe dafür haben, die Trennung zwischen Stadt und Land aufzuheben. Und sie dann auch aufheben zu können und nicht zu sagen, wir sind an das, was einmal geworden ist, sei es jetzt als ökonomische Form, sei es als technologische Form, sind an das dauerhaft gebunden. Und ich glaube, das kann nur geschehen, wenn man die Interessen der Einzelnen, dann müssen wir doch irgendwie zum Aufstand kommen, wenn man die Interessen der einzelnen Gruppen und Gruppierungen und auch Klassen, wenn man die überhaupt erstmal ins Spiel bringt. Und da kann man sagen, dafür hat Marx eigentlich ein relativ gutes Modell. Also er schreibt das ja in der Reproduktion der Arbeitskraft. Also sagt, wenn man jetzt einfach nur die Kapitalisten fragt, ja, oder die Kapitalistinnen, fragt, wie ist das mit der Arbeitskraft? Muss die sich reproduzieren? Dann sagen die, naja. Im Großen und Ganzen. Im Großen und Ganzen, ja, aber möglichst nicht meine Arbeitskraft, also die ich gerade ausbeute, und die möglichst nicht so lange. Also dann geht es um sowas wie die Länge des Arbeitstages, da geht es darum, ob Kinder irgendwie arbeiten sollen oder nicht, dann geht es darum, unter was für Bedingungen Menschen überhaupt arbeiten und leben müssen. Und Marx beschreibt das ja relativ ausführlich im ersten Band des Kapitals, wie so eine Fabrikgesetzgebung zustande kommt, wie Kinderschutz zustande kommt. Aber der entscheidende Satz, der da eine Rolle spielt, ist, dass er sagt, eigentlich stehen hier gleiche Rechte gegeneinander. Also die Logik des Kapitalisten ist eine, die im Kapitalismus gar nicht angetastet wird. Es wird gar nicht verlangt, dass von der Seite jetzt einfach gesagt wird, ja, ihr habt schon recht, sondern das ist das Recht zur Ausbeutung. Und dann gibt es das Recht der Ausbeutung, ihre Arbeitskraft zu reproduzieren. Und wo gleiche Rechte gegeneinander stehen, sagt Marx, da entscheidet die Gewalt. Und ich glaube, das ist auch für die ökologische Frage der Punkt, an dem wir gerade sind. Es gibt die unterschiedlichen Logiken und die unterschiedlichen Logiken behaupten alle Rechte. Also man kann sich jede öffentliche Debatte darüber anschauen, ob Wärmepumpen eingebaut werden oder nicht. Sagen die einen, naja, das geht jetzt irgendwie aber aus unseren ökonomischen Gründen gerade nicht. Und die anderen sagen, aus ökologischen Gründen muss es unbedingt sein. Da treffen genauso gleichwertige Rechte, also jetzt erstmal fortan gleichwertige Rechte aufeinander. Und in dieser Gesellschaft gibt es gar keine andere Möglichkeit, als das über Aufstand und Gewalt zu entscheiden. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es gar keine Mobilisierung gibt, aber ich finde es relativ nachvollziehbar, dass jetzt alle Kräfte mobilisiert werden. Ja? Also der repressive Apparat, der Terrorismus, die Terrorismusparagraphen, gleichzeitig die anderen, die sagen, ist uns doch egal, ja, wer nicht im Verfassungsschutzbericht steht, macht sowieso was falsch. Ja, man muss jetzt erstmal richtig radikal werden und dann strategisch entweder Gewalt oder eben Gewaltlosigkeit einsetzen. Das sind alles die Kämpfe, die uns jetzt bevorstehen, weil diese Konflikte sonst gar nicht aufgelöst werden können. Und jetzt ist die Frage, was passiert dann da als nächstes? Also wie kann diese Art von Transformation sich durchsetzen?
Und auch da ist das Bild gar nicht so eindeutig, wenn wir jetzt ins Kapital schauen, weil die Fabrikgesetzgebung hat es ja gegeben, Verbot von Kinderarbeit hat es gegeben, 8-Stunden-Tag hat es alles gegeben. Also der kapitalistische Staat, bin ich mir gar nicht so sicher, ob der schon so am Ende ist und sagt, da kann ich nichts machen. Die kapitalistische Ökonomie, aus sich heraus sicher nicht, ja? Aber der Kapitalismus als ein integriertes System, wo der Staat noch dazugehört, hat vielleicht noch andere Möglichkeiten im Köcher. Ja, Christian, du hast jetzt schon einen Übergang gemacht zu den Aufständen und der Transformation. Francesca, wolltest du noch mal kurz antworten? Ich wollte nur, also mit Bezug auf den Verzicht, ich meine, sowieso müssen wir, glaube ich, diese Frage mit oder ohne Marx nicht allein sozusagen immer, das war auch mein Punkt, nicht allein sozusagen mit Bezug auf Arbeit und nicht allein mit Bezug auf unseren Gesellschaften und so, sondern natürlich muss man das, und das haben wir jetzt hier gar nicht, also kaum eröffnet, also wer wie was tun soll. Und da sind sozusagen ganz unterschiedliche Aktivitäten oder Nicht-Aktivitäten nötig. Und ich wollte sozusagen eher auf Nicht-Aktivität, also sozusagen sich entziehen, ja, also eben nicht überzuproduzieren oder ja, irgendwie nicht zu konsumieren, also sozusagen so eine bestimmte Form von sich rausholen, ja, aus sozusagen dem ganzen Zirkus, also sozusagen dem ganzen Zirkel, nicht unbedingt um sozusagen so eine einfache Verzichtslogik, sondern um anders zu machen. Und da, glaube ich, kommen wir tatsächlich auf die Frage der Aufstände, weil ich fand jetzt eben den Punkt, es gibt sozusagen verschiedene Techniken, sich dem zu entziehen. Der Streik, den gibt es sozusagen auch in feministischer Version. Es gibt eben, du hast auf die, also sozusagen die Räte in der Nachbarschaft, also sozusagen Formen der Vergemeinschaftung von reproduktiven Fragen der Gesundheit, also sozusagen Selbstorganisation von Frauen mit Blick auf die eigene, ja, sozusagen Körperlichkeit, also wie man diese Bereiche irgendwie entzieht aus den Weisen und Subjektivierungsformen, die kapitalistisch zur Verfügung. Und das meint, also sozusagen, man muss sich aus dem Kreislauf einfach raus, also aus dem falschen Kreislauf. Okay, dann gehen wir jetzt über, was schon zweifach passiert ist, aber verlassen wir jetzt erst einmal diese Diskussion über den Stoffwechsel von Mensch und Natur und können das dann in der Diskussion, wenn sie geöffnet wird, nochmal aufgreifen. Patrick, du hast jetzt eben dich ausgesprochen für eine Auswilderung der Kampfformen und besondere Berücksichtigung noch einmal von prämarxistischen Aktionsformen. Und wir hatten im Oktober ja diese andere Podiumsdiskussion in dem ICI bei der Veranstaltung Politics of Nature, wo Andreas Malm, Eva von Redeker und Rupert Reed miteinander diskutiert haben. Und da ging es unter anderem um die Frage, ob es eine Radical Flank braucht. Und die Beispiele, die du gebracht hast, stammen eher von dieser Radical Flank. Und du hast Malm ja auch erwähnt. Oder, das war Rupert Reeds moderater Vorschlag, es gab jetzt, so seine These, es gab jetzt genug radikale Aktionen und lang genug und radikal genug und jetzt muss langsam die liberale Gesellschaft auf moderatem Wege überzeugt werden, ganz gewaltfrei, dass ökologische Änderungen stattfinden müssen. Und ich wollte jetzt vielleicht das so eröffnen, ob eigentlich Einigkeit zwischen euch herrscht, dass die Radical Flank durchzusetzen ist oder nicht? Ja, das ist eine Gewissensfrage. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir schon an einem Punkt sind, wo man jetzt unbedingt zurückrudern muss und jetzt moderiert werden muss. Also ich glaube, diese Frage, dass es erstmal dann auch eine direkte Konfrontationsfrage ist. Darüber muss man sich klar sein und dieses Konfrontationsniveau muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen hochfahren. Also das ist, glaube ich, und dann muss man mit den Reaktionen natürlich rechnen und dann muss man sich fragen, was ist verantwortbar und was so. Also ich glaube, ich will jetzt gar nicht mich hinsetzen und irgendwas empfehlen, sondern es war für mich der Versuch zu verstehen, was gerade los ist. Und ich wollte das, was da passiert, was die jungen Leute da auf der Straße machen, für mich irgendwie in den Rahmen einordnen, in dem ich das nachvollziehen und sozusagen in seiner Rationalität verstehen kann. Und dann eben auch, dass es tatsächlich etwas ist, was jetzt nicht ganz neu ist. Also das ist ja etwas, was junge Leute immer denken, sie sind die Ersten, die das machen. Also ich glaube, die Art der Bedrohungsszenario, mit dem man heute konfrontiert ist, vor allen Dingen, wenn man jung ist, das ist tatsächlich neu, das ist welthistorisch neu. Aber die
die Formen und die Organisationsweisen, das kennt man dann, wenn man so ein paar Jahre dabei ist, dann doch auch irgendwie. Und das ist gut, das nochmal in so eine Tradition zu stellen, weil es dann eben auch die Verbindung zu dieser Klassenfrage herstellt, von den Aktionsformen her. Das wäre das, was ich denke, was man da beitragen könnte, sozusagen als reflektierender, denkender Mensch, historisch denkender Mensch. Es ist aber auch interessant, dass, glaube ich, das ist jetzt sozusagen, das ist das, womit Malm jetzt immer auch sozusagen populär ist, dass er sagen, diese Knalleffekte auch irgendwie unterstützt, also how to blow up a pipeline. Aber in diesen prämarxistischen Formen auch der Vergesellschaftungs-, also Versuche, autonome Vergesellschaftung zu finden, gibt es eben auch ganz viele Dinge, auch in dem ganzen Genossenschaftswesen, das sich im 19. Jahrhundert auch in der Sozialdemokratie und in den Arbeiterbewegungen durchgesetzt hat, gab es ganz viel von dem, was, glaube ich, aber auch dann in diesem Bereich übergreift, von dem, was du jetzt gesagt hast, beispielsweise, dass man sich so fragt, was sind eigentlich meine wirklichen Bedürfnisse? Wie eine Bedürfniskritik. Und ich glaube tatsächlich, wenn man das weltweit betrachtet, als weltweites System, als System von Arbeitsteilung, von Beherrschung, glaube ich, ist es ganz klar, dass wir uns jetzt nicht hier hinsetzen sollten und Verzicht predigen. Oder dass wir jetzt sagen, wir müssen alle kürzer treten. Wir sind aber vielleicht in der Situation, uns tatsächlich zu fragen, was ist eigentlich Reichtum? Was ist stofflicher Reichtum? Was will ich eigentlich? Wie sieht ein gutes Leben aus? Und man kann anfangen, sich zu sagen, tatsächlich, das ist auch eine alte Sache, die es in den 70ern auch schon gab, Bedürfniskritik. Fragen, ich empfinde erstmal, dass ich das brauche, aber brauche ich das wirklich? Und dass man diese Frage jetzt nochmal vor dem Hintergrund dessen, dass man jetzt sozusagen auch diese ganzen, man kann das ja überall nachschlagen, die Ökobilanz von allen möglichen Dingen und so, dass man sich das nochmal auf der Ebene fragt und dann führt das aber direkt in sozusagen andere Formen von Reproduktion auch, und das ist etwas, was ich glaube, was tatsächlich auch, das wird dann schnell so abgetan als Nischen so und so, das ist, aber ich glaube, das ist etwas, was da nochmal wirken kann. Und ja, vielleicht erstmal so viel. Also ich glaube sozusagen, es gibt so verschiedene Bereiche, auch diese Besetzung sozusagen, dass man sich irgendwie Dinge erstmal aneignet, die da sind und dann erst fragt, darf ich das eigentlich? Und das ist sozusagen, das hat Albert Hirschmann hat das immer sozusagen, man kann auch den zweiten Schritt vor dem ersten tun. Man kann die Eigentumsrechte, wenn die vielleicht nicht klar sind oder wenn die klar sind, aber irgendwie so kann man die auch erstmal ignorieren und dann vielleicht ändern sie sich plötzlich auch, wenn plötzlich die Nutzung eine andere ist. Also man muss nicht den ersten Schritt tun, um den zweiten tun zu können, sondern es gibt auch diese Inverse Sequences. Ja, also ich meine, die Frage, was radikal ist, also ich meine, es ist, glaube ich, genauso radikal zu blauer Pipeline, als auch Pirate Care zu machen, sozusagen zu schaffen, geht doch, mit denen man sich eine bestimmte Form von ja, irgendwie Versorgung, falscher Versorgung irgendwie entzieht, ja, und tatsächlich, oder was weiß ich, irgendwie Consciousness Rising und sich zu fragen, so, wo sind, also sozusagen alternative Praxisformen zu machen, das ist, glaube ich, genauso radikal, aber natürlich auch eben diese, was du meintest, also diese Landbesetzungen oder sich irgendwie vor die Maschinen zu stellen und sozusagen die Bagger irgendwie aufzuhalten, ich glaube, das sind alles in ihrer Form radikale Formen, also sozusagen diese transformatorischen Neuentwürfen von Praktiken und dieses Stoppen von bestimmten Prozessen. Und ich glaube, wir brauchen alle, aber radikal, glaube ich, müssen wir sein. Also, ja. Ja, ich glaube, also es ist vielleicht gar nicht so sehr eine theoretische Frage. Es ist so ein bisschen. Bei Spinoza gibt es diese Stelle, wo er sagt, wenn der Kern so tief in den Dreck gefahren ist, dann machen die Leute einfach einen Aufstand. Ob das jetzt legal ist oder illegal, ist denen vollkommen Wurst. Ja? Und ich glaube, wir sind langsam an diesem Punkt, wo die Leute einfach sagen, nicht nur die jungen Leute, auch ältere Leute durchaus sagen, ja, also wir finden es jetzt so dramatisch, es muss was geschehen. Und dann geschieht es auch. Und diese Art von Kämpfen lässt sich gar nicht einhegen und aufhalten. Das glaube ich, also weder durch Repression noch durch gut gemeinte Appelle an und was auch immer. Und deswegen würde ich sagen, das kann man bekleiden, das kann man sich anschauen, aber das muss man weder anfachen noch aufhalten, weil beides ist eigentlich sinnlos. Und, ja. Reden wir noch über die Transformation oder machen wir das mit den Menschen da draußen? Gerne. Also ich glaube, das, wenn man jetzt sozusagen über die Aufstände und die Kämpfe redet und fragt, was lässt sich da raten oder nicht,
dann ist der entscheidende Punkt, sich tatsächlich zu fragen, um was geht es jetzt eigentlich und was für eine Art von Transformation muss eigentlich angestrebt werden. Und jetzt auch gar nicht so im Sinne von, man diktiert den Leuten Forderungen in die Feder, aber das ist sozusagen auf einer theoretischen Ebene wichtig. Und da, glaube ich, sind wir an einem Punkt, wo wir auch mit Marx nochmal einen bestimmten Punkt machen können, der vielleicht noch gar nicht so präsent ist. Nämlich während eine erste Form der Wiederaneignung der kapitalistischen Ökonomie sein könnte, zu sagen, man enteignet, ja, also über Besetzungen, indem man alternative Eigentumsformen schafft und so weiter. Also auf einer eher juristischen Ebene, auf einer Ebene von Eigentumsrechten erstmal agiert, hat sich da relativ schnell herausgestellt, dass das alleine nicht ausreicht, sondern dass es eigentlich um eine neue soziale Form geht, die herausgefunden werden muss. Eine neue Form des Miteinander-Zusammenlebens, des Miteinander-Produzierens, des Gesellschaftsreproduzierens, gesellschaftliche Zusammenhänge herzustellen. Und ich glaube aber, dass jetzt gerade mit der ökologischen Frage noch ein dritter Punkt wichtig ist, der überhaupt nicht trivial ist. Und dieser dritte Punkt ist die Frage der Transformation des technischen Umfelds, des technologischen Umfelds, in dem wir uns eigentlich bewegen. Wir haben relativ viel damit zu tun, dass wir sagen, ja, wir leben in so einer Fahrtabhängigkeit von politischen Institutionen oder wir leben in einer Fahrtabhängigkeit von sowas wie einer Ökonomie. Ja, und die muss vielleicht gebrochen werden. Aber ich glaube, was eben auch gebrochen werden muss, ist die gebaute, die technologische, die Infrastrukturumwelt. Weil diese Infrastrukturen nicht harmlos und auch nicht neutral sind. Ja. Oft wird ja so getan wie, ein Werkzeug ist ein Werkzeug, da kann man dieses oder jenes machen. Aber wir leben in einem Zeitalter, in dem technologische Entwicklung stattgefunden hat. Und zwar mit einer bestimmten Vorstellung von Effektivität, die in diese Maschinen und in diese Technologien eingeflossen ist. Und das hat zum einen, wenn wir die Klassenfrage betrachten, was mit Ausbeutung zu tun, also so viel Arbeit wie möglich aus den Einzelnen herauszuziehen. Und es hat aber auch was damit zu tun mit dieser Art von, was du vorhin gesagt hast, Vernutzung von Cheap Nature. Also das ist alles in diesen Sachen schon drin. Und das ist deswegen so entscheidend, weil wenn man sich jetzt, also ich meine, wir haben ja jetzt so ein bisschen die Tendenz bei der Konferenz und auch hier auf dem Podium zu sagen, der Kapitalismus ist schuld. Wenn man sich jetzt die Ökobilanz des Sozialismus anschaut, des real existierenden Sozialismus, die war nicht so richtig viel besser. Ja? Im Gegenteil, muss man ehrlicherweise sagen. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass es eine sozialistische Industrialisierung in dem Sinn, dass in die Technologien andere Zwecke und andere Vorstellungen eingeflossen werden, nie gegeben hat. Ja, es war immer nur Aufholen und Kopie von dem, was schon da war. Und das wäre, glaube ich, die große Herausforderung, wenn man über Transformationen nachdenkt, auch über so etwas nachzudenken. Und da sind diese juristischen und die sozialen Fragen sind Voraussetzungen dafür, aber sie können nicht da, also man kann nicht dabei stehen bleiben, wenn man über Transformationen nachdenkt. Okay, dann öffnen wir jetzt die Diskussion. Ein bisschen kühle Erfrischung. Alex Demirovic. Ich würde gerne mal, also es ist ein bisschen unsystematisch jetzt einfach, und zwar, weil zu Christian, das, ich finde, oder? Man kann Sie ganz hören, aber Sie können es eigentlich. Ja, doch. Wir haben so viele ausprobiert von den veränderten Ernährungsformen, der Kleidung, dem Weinanbau, der Mobilität. Über die Jahrzehnte ist so viel Infrastruktur entstanden und so viel ist nach wie vor nicht erreicht. Also spricht viel dafür, was du sagst, die Bewegungen könnten sich so radikalisieren, dass sie das machen. Aber wir haben gleichzeitig, das wissen wir seit der Pandemie, eine massive Konterrevolution. Ja, wir haben die AfD, wir haben eine massive Klimaleugnung. In den USA bewaffnen sich beide Seiten, die Linke und die Rechte. Das ist eine Bürgerkriegsgefahr. Und ich finde, darüber müsste man jetzt auch nachdenken, was das eigentlich heißt. Ja, also, und da ist natürlich die Frage, wo steht der Staat in dem Zusammenhang? Und ich finde, man sollte auch, das wäre eine Anmerkung zu Ihrem allerletzten Satz vorhin,
Ökodiktatur ist keine Alternative. Wir sollten das nicht in diesem Zusammenhang sagen. Weil Ökodiktatur heißt immer Militärbewegung, Polizei, Rüstung. Weil anders kann eine Ökodiktatur nicht durchgeführt werden. Und das heißt, es wird nicht zur Lösung irgendeines Stoffwechselproblems beitragen, sondern alles verschlimmern. Das wäre, deswegen finde ich, ist es immer so ein Problem, das so als Alternative zu präsentieren. Also ich vermute, Sie haben es auch gar nicht so gemeint, aber das ist, es kommt dann so schnell. Ich hab mich noch gefragt bei Frau Raimondi, also die Reproduktion und die Norm. Ich habe mich gefragt, Reproduktion ist ja so kompliziert, weil auch Reproduktion kann in Wert gesetzt werden. Leihmutterschaft, Eizellen, Spermien und so weiter. Das heißt, es ist nicht einfach nur gute Reproduktion, sondern es kann eben ganz kapitalkonform funktionieren. Und das heißt, das ist nicht an sich das Kriterium. Ja, aber so wurde es ja viele Jahrzehnte auch von der Frauenbewegung gemacht. Maria Mies hat es ja genau durchaus so eingeführt. Ja. Und mich hat es zu der Frage geführt, weil Sie das so guter Stoffwechsel, schlechter Stoffwechsel, und ich habe mich gefragt, also weil Sie dann sozusagen diesen philosophischen Gesichtspunkt des Normativen damit verbinden wollten, ob nicht intern im Prozess des Stoffwechsels ausreichend viele Kriterien dafür sind, zu sagen, das ist der Stoffwechsel, den wir praktizieren, und andere nicht, einfach weil wir am Ende mausetot sind. Nun kann man natürlich auch da normative Fragen dran stellen und sagen, klar, warum sollten wir nicht tot sein? Also mit Kant zu sprechen, wir sind ja hier postkantianisch, aber nochmal auf Kant zurückzukommen, der die Frage ja diskutiert, warum sollen es die späteren Generationen eigentlich besser haben als die gegenwärtigen? Warum machen wir nicht nochmal eine Riesenparty und hauen alles auf den Kopf? Einmal im Privatchat von hier nach Tokio oder um die Erde. Also was soll's, ja? So leben ja viele. Und das ist aber eine interne Frage des Stoffwechselprozesses selbst. Ja, und zu sagen, okay, und da kommen wir dann in den Punkt, lässt sich wahrscheinlich normativ gar nicht lösen, weil Normen setzen universalistische Kriterien voraus und die gibt es nicht. Ja, also, Sie korrigieren mich jetzt, ich bin kein Philosoph, aber ich kenne das nur so von Kant und Habermas, Norm heißt Universalismus und den haben wir nicht. Ungefähr noch 15 Minuten Zeit, 10 Minuten Zeit und viele Fragen. Das heißt, wir versuchen es ganz kompakt dann zu halten noch. Sollen wir erstmal sammeln? Rahel Jäggi. Wollen Sie anfangen? Es gibt drei große Diskurse, die versuchen, dieses klassisch-marxistische Paradigma von Arbeit und Produktion zu durchbrechen und um die Reproduktion zu erweitern, den antirassistischen Diskurs um Race, den queer-feministischen Gender-Diskurs und den Diskurs um Ökologie und Klima. Ich finde, die drei betreiben aber eine fast gegenstrebige Kritik. Also dieser Gender-, Queer- und Trans-Diskurs und der antirassistische Diskurs versuchen ja, Natur im Fall von Race und von biologischem Geschlecht in Frage zu stellen. Und der Ökologie- und Klimadiskurs versucht eigentlich eher wie der klassische traditionelle Marxismus und die bürgerliche Wissenschaft, die Natur weiterhin als sowas aufrechtzuerhalten, das irgendwie unabhängig, vorgängig ist und das ebenso bedroht ist, wie es zu bewahren gilt. Interessanterweise funktioniert der reaktionäre oder rechtspopulistische Diskurs hier genau umgekehrt. Also während die versuchen, Race und Gender doch als irgendwie was Natürliches zu konstruieren, verhalten sie sich im Fall der Natur, provokant formuliert, fast queermäßig. Jedenfalls hat die Natur bei ihnen eben gerade nicht denselben Status wie Race oder Gender. Und ich finde auch, dass in den ganzen
ökologischen und Green Marxists, die angesprochen wurden, also bei Kohei Saito, bei Jason Moore, bei John Bellamy Foster, bei Malm und so weiter, dass diese Diskurse nicht in der Lage sind, den Naturbegriff in derselben Art und Weise zu dekonstruieren oder zu denaturalisieren, wie das im Gender-Queer-Diskurs gelungen ist und wie das im Race-Diskurs gelungen ist. Ich weiß, dass das keine Frage ist, aber vielleicht umso besser, dann bleibt es so stehen. Eliagi? Ist das an? Ja. Ja, super. Also tolles Panel, finde ich. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist eine Frage an Francesca und Christian. Ich habe mich gefragt, wie viel Prometheus in Care eigentlich stecken muss und in der Idee der Reproduktion, wenn man dabei nicht die Freiheit verlieren will, von der Christian redet, wenn er sagt, wenn er das Lob des Prometheus nochmal anstimmt. Ich fand das, also ich stimme dem Lob des Prometheus erstmal sehr zu, auch hinsichtlich dessen, dass mir vieles an dem neuen Naturdiskurs immer so defätistisch zu sein scheint. Ja? So, sozusagen, wir haben es nicht geschafft, die kapitalistische Verwertungslogik in Bezug auf Natur und die natürlichen Ressourcen zu stoppen. Und deshalb brauchen wir jetzt gleich ein ganz anderes Naturverhältnis. Die Ontologie muss sich gleich ändern, etc. Also da wird mir immer ein bisschen komisch. Ja? Vor allem, wenn das dann so in Richtung Wiederverzauberung der Natur in bestimmten Hinsichten geht. Aber wenn ich dann wiederum Christian und Prometheus höre und dich mit Care dagegen, dann frage ich mich eben, ob nicht doch irgendetwas, also ob man nicht beides, das Prometheische und das, was du jetzt eingeklagt hast, als dann doch eben ein bisschen anderes Verhältnis zur Natur, ob man da nicht doch noch irgendeine sozusagen aufeinander zugehen muss im Sinne von, gibt es da nicht doch etwas wie, ich will jetzt nicht sagen Dignität der Natur oder so, aber irgendetwas, was an dem rein instrumentellen und lass uns mal weitermachen und gucken, ob wir weitere Technologien erfinden können, die es dann eben besser machen, was darüber hinausgeht. Obwohl ich da sehr zustimmen würde, wir wissen schon so vieles, wir könnten so vieles besser machen und wir machen es nicht, weil es blockiert wird. Ja? Also ich meine, Sonnenkollektoren von wegen Besetzungen in Hüttendörfern gab es schon Ende der 70er, Anfang der 80er. Ja? Es war alles bekannt, es haben Leute damit rumprobiert. Also ich meine, Alex hat es ja gesagt. Ja, also Care meiner Meinung nach müsste Prometheische im Sinne von stärker in die Richtung, dass hier nicht einfach nur etwas reproduziert wird, sondern gestaltet wird. So in dem Sinne, wie Benner Beeb mal zu Arendt und dieser ganzen Arbeitsdebatte gesagt hat, naja, Sozialisieren von Kindern ist doch aber Handeln. Ja? Da kommt was Neues in die Welt und nicht nur einfach das immer Gleiche. Und umgekehrt die Frage, wie genau muss man jetzt Prometheus verstehen, wenn man dann nicht doch wieder in einer immer weiter so Logik, die etwas aus dem Blick geraten lässt, enden möchte. Okay, dann Jonathan Deschi. Ja, vielen Dank. Ich fand es sehr spannend und es wurden viele Sachen gesagt, die ich sehr gut und unterstützenswert fand. Besonders aufgehängt habe ich mich an der Stelle, wo Christian Schmidt von diesem Spinoza-Zitat gesprochen hat. Da hat mich interessiert, wo hat Spinoza das mit dem Karren aus dem Dreck gesagt? Und also ist das nicht ein bisschen viel Wunsch? Weil was hier so ein bisschen Konsens zu sein scheint, ist ja, dass die Abwendung der ökologischen Katastrophe an eine irgendwie postkapitalistische Form des Zusammenlebens geknüpft ist. Also dass es mit dem Kapitalismus nicht weitergeht. Aber das sehe ich nicht, also wirklich nicht in ökologischen Bewegungen wie der letzten Generation und den Leuten, die sie unterstützen oder auch bei Fridays for Future viel zu wenig. Da klafft so eine Lücke auf irgendwie, wo ich mich frage, wie man die schließen könnte. Weil, okay, es gibt ein sehr weites Bewusstsein davon, dass es irgendwie so nicht weitergeht oder so. Das ist aber einfach zu vage. Und das hilft noch, das reicht noch nicht, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen, sozusagen. Ja. Joshua Meyer? Ja, ich wollte nur noch mal den Punkt, den Rahl Jägi jetzt eigentlich viel ausführlicher gesagt hat, als ich es sagen wollte, nur noch mal auf so einen Slogan bringen, nämlich in der Diskussion klang es so ein bisschen, als würde sich Naturbeherrschung und Abhängigkeit von der Natur irgendwie widersprechen. Und ich habe mich gefragt, ob Naturbeherrschung nicht in einem
nicht-vulgären Sinne eigentlich bedeuten würde, die Abhängigkeit von der Natur auf eine vernünftige Weise zu beherrschen und anzuerkennen, aber eben in vernünftige Form zu transformieren. Genau. Dann Georg Spoh. Ja, man hört mich, glaube ich, ja. Vielen Dank für die Diskussion. Ich glaube, bei dieser ganzen Debatte sind die sehr weiten Linien ziemlich wichtig. Und ich glaube, sehr häufig ist es einfach eine Frage der fehlenden Alternativen. Alle sind irgendwie einig, dass es vielleicht, es gibt sogar eine relativ große Einigkeit, dass es im Kapitalismus nicht lösbar ist, aber es ist auch keine Alternative absehbar und dann bleibt es halt dabei stehen. Und deshalb finde ich den Verweis auf die Räte ziemlich gut und ich finde das auch sehr sympathisch, auch sozusagen in der ganzen Geschichte der Linken ist das eine gute Alternative zum Staatssozialismus, der eben auch keine gute ökologische Bilanz hatte, das haben wir schon gehört. Ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass manchmal Rätekommunismus so ein bisschen so ein Zauberwort ist, was man eher auf die Probleme draufklebt. Und das hört sich gut an, aber eigentlich sind die ganzen Probleme, die gelöst werden müssen, damit noch überhaupt gar nicht gelöst. Also das ist dann so eine Agoraisierung der Gesellschaft. Aber die Fragen, wie wird die Allokation von Ressourcen, Koordination von Produktion und Konsumtion organisiert? Was wäre eine sozialistische Instanz der Vermittlung? Das ist da oft gar nicht so richtig klar. Das löst sich da manchmal in so Unmittelbarkeitsfantasien auf. Oder auch, wie werden Konflikte so moderiert, dass sie nicht in Gewalt oder in endlose Debatte eskalieren, was beides sozusagen der Tod von Sozialität ist. Und da habe ich den Eindruck, dass es da auch in der Linken eigentlich ganz, ganz wenig zu gibt, bis gar nichts. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Okay, und dann noch David Haunschmidt und Till Hahn. Vielen Dank. Ich habe mich ein bisschen aufgehangen an dem Begriff der Hybris. Also die These, dass der Klimawandel daher kommt, dass wir uns überschätzt haben und zu nah an die Sonne rangeflogen sind und jetzt bekommen wir sozusagen die gerechte Strafe ab. Und mein erster Gedanke war, ja klar, macht Sinn, gerade wenn man so Sachen wie Geoengineering oder so denkt, dann kann einem der Eindruck der Hybris sich nur nahelegen. Mein zweiter Gedanke war aber, dass es eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, eigentlich gerade das Gegenteil des Problems ist. Also, dass wir überhaupt nicht Subjekte sind, sondern irgendwie nur Mittel zum Zweck der Kapitalverwertung und die Klimakatastrophe überhaupt nicht auf irgendwelche Zwecke, die sich irgendjemand von uns irgendwann mal gesetzt hätte, zurückzuführen ist, sondern auf eine ökonomische Eigendynamik, die niemand von uns kontrolliert und dass wir irgendwie nicht so richtig vorankommen, da irgendwie was effektiv dagegen zu setzen, gerade eben daran liegt, dass wir eben überhaupt keine handlungsfähigen Subjekte sind. In der Hinsicht müsste man eigentlich genau das Gegenteil kritisieren, was immer das Gegenteil von Hybris ist. Vielleicht ist es Depression, ich weiß es nicht. Und mal einfordern, dass wir uns irgendwie selbst ermächtigen, die Subjekte zu werden, die man bräuchte, um was effektiv gegen den Klimawandel zu machen. Und dann diese ganze Rede von, das ist irgendwie ein Problem an Subjektivität, die sich selbst überschätzt, eigentlich genau in die falsche Richtung geht. Und vielleicht korrigiert es mich in diesem Punkt, aber ich sehe überhaupt nicht, wie ich sozusagen das dazu beitragen kann, zu dem Subjekt zu werden, der das Problem löst. Okay, also Till Hahn und Isabel Sickenberger, dann haben wir alle. Ja, ich wollte auch eigentlich, das meiste, was ich sagen wollte, ist eigentlich schon gesagt. Ich würde jetzt auch eigentlich nur noch gerne, zusätzlich zum Rätekommunismus noch die Begriffe des Abolitionismus und des politischen Streiks, also der Politisierung des Streiks und damit natürlich auch der Politisierung der Arbeit irgendwie draufkleben. Und ich glaube, das sind eigentlich Perspektiven, die wichtig sind, gerade um dieser Ohnmacht entgegenzuwirken, weil ich glaube, was diese Politisierung davon ja ausmacht, in so einem Sinne von so einer leninistischen Doppelmacht irgendwie ist ja so eine, dass wir, glaube ich, erstmal eine politische Selbstermächtigung überhaupt wieder brauchen, die darüber hinausgeht, zu sagen, ja, wir wählen halt irgendwie alle 4 Jahre die Grünen, weil sie sagen, dass sie was gegen den Klimawandel machen, damit sie dann einfach nichts gegen den Klimawandel machen. So. In a nutshell, das war es eigentlich.
Ja, vielen Dank. Geht das? Ja. Ja, es sind unterschiedliche Begriffe gefallen, um die Krise zu benennen. Also der Titel jetzt der Diskussion war ja das Anthropozän, aber es ist auch das Kapitalozän gefallen und das Proletarozän. Und ich habe mich gefragt, wie wichtig es eigentlich ist, mit diesen Begrifflichkeiten die Krise zu beschreiben, beziehungsweise um überhaupt die Anstände oder die richtige Diagnose für die Krise zu finden, um dann überhaupt zu Protestformen oder um die richtigen Formen des Protests zu finden. Und zunächst schien mir so, dass es eigentlich wichtig wäre, genau auf Kapitalozän oder Proletarozän abzustellen, um falsche Narrative zu vermeiden oder Narrative, die insbesondere innerhalb kapitalistischer Gesellschaften aufrechterhalten werden, nämlich sowas wie die Krise ist eine, dass es eine Überbevölkerung gibt und dass wir eigentlich dagegen ankämpfen müssten, wohingegen es ja eigentlich genau das Gegenteil ist, weil wir wissen, dass besonders bevölkerungsreiche Struktur oder Bereiche dieser Welt sehr viel weniger an der Krise beteiligt sind als jetzt besonders bevölkerungsarme oder ärmere Bevölkerungen. Sondern dass es eigentlich viel mehr zu verstehen gilt, inwiefern das Kapitalozän beschreibt, dass bestimmte Produktionsweisen, kapitalistische Produktionsweisen, aber auch bestimmte Bevölkerungsschichten, die diese kapitalistische Produktionsweise hervorruft, insbesondere für die Krise verantwortlich sind. Und gleichzeitig hatte Christian Schmidt am Ende darauf hingewiesen, dass sozialistische Produktionsweisen eigentlich auch gar nicht unbedingt unbedingt besser produzieren als die kapitalistische Produktionsweise. Und dann habe ich mich gefragt, bräuchte man vielleicht noch eine andere Art oder bräuchte man noch einen weiteren Begriff, um die Krise zu benennen, um falsche Narrative zu vermeiden oder wie sich die Begriffe zueinander verhalten und wie wichtig das ist, um überhaupt die Diagnose stellen zu können. Okay, also unsere drei SprecherInnen, wenn ihr wollt, könnt nochmal ganz kurz antworten, weil die Volksbühne uns freundlicherweise schon länger als geplant hier lässt. Aber vielleicht, wenn es einzelne Punkte gibt, die ihr euch raussuchen könnt und in Kürze antworten. Ja, das nicht, ne? Ja, das waren ganz viele Sachen, zu denen ich... Die ich mir auch frage oder zu denen ich was sagen möchte. Das eine ist, glaube ich, tatsächlich, das eine nochmal zu diesem Drähtekommunismus. Natürlich, das ist so was, das kann man immer so nutzen und weil das auch noch nie wirklich über längere Zeit probiert wurde, deswegen auch nie richtig schief gehen konnte, sondern einfach besiegt wurde und deswegen hat man da irgendwie immer, ist man auf der richtigen Seite auch. Ich finde aber schon interessant an diesem Rätegedanken, natürlich, das hat so eine Tendenz zum Lokalistischen oder so, das könnte ein Problem sein, aber wenn man sich fragt, wie man diese tautologische Selbstverwertung durchbrechen kann, dann ist es, glaube ich, schon erstmal gut, diese Sphärentrennung beispielsweise von Ökonomie und Politik in Frage zu stellen und das ist etwas, was in diesen Räten passieren kann, also das ist, was dazu auch Geschäftsgrundlage ist gewissermaßen. Da gibt es ganz viele andere Probleme und es ist, glaube ich, jetzt Quatsch, den Rätekommunismus jetzt sozusagen auszugraben, aber trotzdem gibt es da, glaube ich, noch viele interessante Sachen zu lernen, aber ich fand es erstmal interessant, dass dieser Rätegedanke überhaupt jetzt plötzlich immer wieder auftaucht. Auch so Ideen wie Doppelherrschaft. Also ich meine, bei Dörre ist das so ein bisschen das alte lenische Modell der Doppelherrschaft. Wir haben ein, zwei noch dieses Parlament und nebenbei haben wir aber schon die Sowjetherrschaft und jetzt stellen wir das aber auf Dauer, weil das sich dann gegenseitig kontrollieren kann. Das finde ich erstmal ein interessantes Modell. Also ich glaube, es geht jetzt auch erstmal darum, sozusagen, Kral hat immer gesagt, sozialrevolutionäre Fantasie spielen lassen. Also man muss sozusagen erstmal auf sich, also man muss so ein bisschen spinnen, dann ist das vielleicht was man andere Leute seit 40 Jahren schon sich Gedanken drüber machen oder so, aber man muss es halt drauf machen. Also ich glaube, ich weiß nicht richtig, wie es anders gehen soll. Was ich aber jetzt nochmal interessant finde, ist tatsächlich diese Frage nach der Handlungsfähigkeit. Da ist, glaube ich, dieses Begriffspolitische interessant, dass man bestimmte Begriffe wählt, weil sie andere falsche Narrative verhindern oder so. Aber wir hatten es jetzt bei Marx, gibt es ja diesen berühmten Satz, sie wissen es nicht, aber sie tun es. Man könnte das natürlich für die gegenwärtige Situation umkehren, sie wissen es, aber sie tun es nicht.
Das ist ja das Interessante, das ist sozusagen, und da kommt man, glaube ich, an das, was du ansprechen wolltest am Schluss, was du auch nicht mehr gesagt hast, diese Frage nach Subjektivierungsformen. Ich meine, diese Fetischvergesellschaftung, die passiert nicht irgendwo da draußen und wir stehen davor und fragen uns, wie wir da reinkommen, sondern die passiert in uns. Wir sind Fetischsubjekte irgendwie. Und deswegen ist das, glaube ich, ich hatte den Eindruck, dass es vielleicht auch so ein, ich bin jetzt sozusagen als Nicht-Philosoph hier gewesen, dass vielleicht so ein Philosoph, so ein Fachbias auch, dass irgendwie immer so ein bisschen vorausgesetzt wurde, grundsätzlich die Möglichkeit einer vernünftigen, subjektiven Umgangsweise mit diesen Dingen. Und vielleicht gibt es die aber ja auch gerade gar nicht. Oder sie ist jedenfalls zunächst und zumeist nicht. Und das ist irgendwie so eine Frage, dass eben die Subjektivierungsform gegenwärtig eine ist, die einen erstmal diese Fragen stellen lässt, aber dann zumindest sofort auf die Idee kommen lässt, dass man sie eh nicht lösen kann. Also irgendwie so, man muss das, glaube ich, nochmal mehr reinnehmen und diese Frage nach dem, nicht wie können wir jetzt endlich alle handeln, sondern warum handelt eigentlich niemand, die tatsächlich nochmal ernst nehmen und nicht einfach nur als Trägheit, als Dummheit, als Bequemlichkeit beantworten, sondern theoretisch ernst nehmen. Ja. Ja, also ich glaube, ich sage ein bisschen was zu diesen Fragen von, also ich wollte nicht die reproduktive Sphäre romantisieren oder sagen, da ist sozusagen die Lösung des Problems, sondern eher sagen, erstmal mal, also sozusagen mit Bezug auf diesen Begriff des Stoffwechsels, der mir irgendwie interessant zu sein scheint. Also ich finde den gut, ja. Und sozusagen was, aber ich sozusagen, man muss dann sagen, so wie die kapitalistische Gesellschaft irgendwie strukturiert ist, wird dieser Stoffwechsel in verschiedenen Bereichen, ja, aufgeteilt. Die unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Momente des Stoffwechsels sich damit auseinandersetzen. Also der Tod ist dann, ne, sozusagen etwas, was dann in den Häusern irgendwie damit umgegangen wird. Und deswegen war das nur ein Plädoyer zu sagen, wir brauchen diese verschiedenen Perspektiven, um überhaupt diesen vollen Begriff zu bekommen. Ja, wir müssen sozusagen, wir dürfen nicht nur auf das Produktionsparadigma, da kommt dieser Begriff her, aber um den interessant und auch kritisch, ja, sozusagen zu belegen, müssen wir einfach weiter schauen, ja, und dann die verschiedenen Bereiche nochmal zusammentun, in die es ist. Und natürlich ist der reproduktive Bereich nicht toll. Er ist angefangen damit, dass er privat ist, ja, also dass er sozusagen individualisiert und privat ist und unterschiedlichen Zwängen ausgesetzt ist und auch noch sozusagen dabei ist, selber sozusagen kommerzialisiert zu werden. So, insofern, aber trotzdem ist es ein Bereich, der sich mit bestimmten Aspekten des Stoffwechsels irgendwie auseinandersetzt. Und mit Bezug auf die, das verstehe ich gut, also sozusagen, mich stört einfach dieser Begriff der Naturbeherrschung, weil ich finde, der ist einfach, und sozusagen seine Abhängigkeit zu beherrschen ist für mich auch ein bisschen, nee, also sozusagen so eine gewisse Form von Abhängigkeit müssen wir irgendwie, also von Passivität, Rezeptivität, ohne sozusagen zu sagen, das abzukoppeln von Aktivität. Aber wir brauchen diese beiden Bereiche, ja, und wie auch immer in allen Bereichen, also produktiv, reproduktiv, also in allen Sphären, die wir haben. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es etwas ist, was nur, also Sorge, ja, oder wie auch immer wir das nennen wollen, es hat nur etwas ist, was sozusagen zu Menschen, also hat mit Dingen zu tun, es hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Und da ist, ja, sozusagen ist ein Ineinander von Abhängigkeit und Aktivität und so als sozusagen wie so eine Art Zyklus. Und das kennt die Kunst relativ gut. Also das ist sozusagen ein Bereich, wo man sich Sachen sagen lässt vom Material und gleichzeitig irgendwie interveniert und das permanent. Ja? Und das sind sozusagen Figuren, die mich interessieren. Insofern ist es, also ich würde es dann nicht prometheisch oder, also das klingt für mich, ich kann sagen, da mit den Figuren nicht gut umgehen. Aber vielleicht, ja, vielleicht stimmt das, dass man das einfach anders vermitteln soll, was wir sagen. Und zu der Frage mit der Natur finde ich natürlich wichtig, also wie diese verschiedenen Diskurse damit umgehen. Also dass sozusagen für bestimmte Diskurse der Begriff der Natur höchst problematisch ist, weil dort Natur immer sozusagen als essentialistisch aufgeladen da ist und es deswegen sozusagen eine ganz starke Bewegung der Entnaturalisierung nötig ist. Aber wir haben, glaube ich, noch nicht wirklich darüber gesprochen, also zumindest hier auf dem Podium, was damit gemeint ist. Weil es gibt auch Teile des Feminismus, die den Begriff der Natur nicht essentialistisch gemeint wieder einklagen, ja, also sondern materialistisch. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, das müsste man sozusagen viel weiterreden darüber. Also sicherlich diese essentialistische Natur muss klarerweise irgendwie dekonstruiert werden, aber
ich glaube, man müsste auch den Boden finden, wo man diese Diskurse irgendwie auch vermitteln kann, ja, weil die sind alle wichtig in ihrer kritischen Dimension, aber wie man sie materialistisch zusammenbekommt, das ist, glaube ich, die spannende Frage, auch mit Bezug auf die Frage der Organisation des Aufstands, aber das Aufstand lasse ich. Ja, also zum Aufstand würde ich ganz sagen, ich glaube, da gibt es so einen Punkt, an dem wir uns durchaus annähern können. Ja? Also diese Form von aktiver Passivität, also selbst sich zurückzuziehen, ja, und die Natur Natur sein zu lassen, ist in meinem Sinn immer noch ein prometheischer Umgang damit. Ja? Also man kommt ja gar nicht daraus, zu sagen irgendwie, wir tun etwas. Ja? Und Naturschutz ist irgendwie das beste Beispiel dafür, dass Leute aktiv etwas herstellen, in dem sie gerade nicht intervenieren. Aber es ist eben eine aktive Herstellung, ja, wie man an jedem dieser Beispiele sehen kann. Und insofern, wenn es nicht darum geht, Natur einfach wirken zu lassen und ihr eine Normativität in dem Sinne zuzuschreiben, als wäre da schon etwas, von dem wir uns beherrschen lassen sollten, statt es zu beherrschen, ist dann, glaube ich, die Differenz gar nicht mehr so groß. Aber es würde natürlich bedeuten, also gerade im Hinblick auf diese ökosozialistischen Diskurse, in denen Natur dann eben doch nochmal so eine Rolle spielen soll, aber vielleicht ist das auch böse hineingelesen, dass man die tatsächlich stärker denaturalisiert. Ja? Also dass die Perspektive der Denaturalisierung wichtig ist. Und warum ist sie wichtig? Ich kann es nur nochmal wiederholen. Es ist eine Freiheitsperspektive, die da eine ganz große Rolle spielt. Es geht um Befreiung. Und das hat auch was mit der Ökodiktatur zu tun. Die Ökodiktatur ist in dem Sinn dann genau das Gegenteil. Das ist ja zu sagen, wir werden von äußeren Naturzwängen so beherrscht, dass um zu überleben, wir jetzt jemanden, der sie eingesehen hat, hinsetzen müssen, der uns sagt, was wir zu tun haben. Das wäre gerade nicht der Weg, den ich hätte. Das schließt natürlich nicht aus, dass die Leute sich bewaffnen und gegeneinander kämpfen. Das ist, also ich habe das vorhin so ein bisschen flapsig gesagt, ja? Also dass zwischen gleichen Rechten die Gewalt entscheidet. Aber die Gewalt ist nichts Schönes, ja, in dem Sinn. Aber das ist die Situation, in der, also, die du beschrieben hast, Alex. Und in der befinden wir uns dann gerade. Vielleicht lass es einfach dabei. Und vielen Dank, ja, für dann die anderen Fragen. Vielen Dank an unsere SprecherInnen. Und auch, wir sind jetzt am Ende und danke noch einmal allen Personen von der Volksbühne für die hervorragende Zusammenarbeit, vor allen Dingen Sabine Zielke, Ricarda Hillermann, Bernhard Ferrari und dann Kader und Benny von der Technik und Phil vom Catering und alle, die ich jetzt nicht genannt habe, genauso viel. Also bitte noch einmal einen ganzen Applaus.